Hallo meine Lieben, lehnt euch zurück und macht euch gemütlich ein Lagerfeuer im Herzen. Schließt die Augen und lauscht diesem Lied. Es gibt nur zwei Möglichkeiten für die Menschheit. Zum einen mit unseren Nachbarn reden, um im Frieden gemeinsam weiterzuleben. Zum anderen einen totalen Krieg, um im nuklearen Winter gemeinsam zu sterben. Wir haben die Wahl zwischen Leben und Tod. Und wir haben nur diese eine Welt. Aha. Was für schlimme Zeiten. Ich kann es kaum begreifen. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, dieses Lied zu schreiben. Wir haben 2024 und wir sind im Krieg. Lügner haben das Ruder übernommen, schreien Sieg. Waffen bringen Frieden, verhandeln wird vermieden. Wenn Blinde Blinde führen, gibt's am Ende keinen Frieden. Wir haben vergessen, jeder Schuss lässt den Himmel weinen. Und jeder Tote lässt das Herz jeder Mutter schreien. Ein jeder weiß es und geschrieben steht, du sollst nicht töten. Doch wir töten unsere Menschlichkeit, indem wir töten. Mit jedem Krieg verlieren wir Herz, Verstand, Gemeinsamkeit. Verlieren Empathie und Liebe für alle Zeit. Das ist verrückt und wenn ich mir so überlege, warum gehen wir denn nicht friedlich und gemeinsam unser Wege? Doch solange es viel zu viele Kinder ohne Liebe gibt, müssten wir uns doch nicht wundern, wenn dein Volk die Kriege liebt. Wir haben nur eine Welt und das ist das, was zählt. Lass uns leben. Wir haben nur eine Welt und das ist das, was zählt. Lass uns leben. Wir haben nur eine Welt und das ist das, was zählt. Lass uns leben. Wir haben nur eine Welt und das ist das, was zählt. Lass uns leben. Ein bisschen Frieden, das hat Nicole gesungen. Der blaue Planet von Karat ans Ohr gedrungen. Will there ever be peace? Na klar, Tupac Shakur. Imagine John Lennon lief rund um die Uhr. Mit Yoko Ono zusammen, hey, give peace a chance. One Love von Bob Marley verzückte die Fans. War, what is it good for? Mit Frankie goes to Hollywood. Meine Söhne kriegt ihr nicht von Reinhard May, ist ewig gut. Udo Lindenberg fragt, wozu sind Kriege da? Komm, wir ziehen in den Frieden, wäre wunderbar. Bufsek da, Budje Zornze, wir hörten zu. Als Ding erkannte Russians love their children too. Okay, auch ich schrieb sogar schon ein paar Friedenslieder. Traum, wir müssen miteinander reden, kriegsmüde. Nie wieder Krieg, warum? Nur weil ich glaube, das erste, was ich hörte, war kleine weiße Friedenstaube. Wir haben nur eine Welt und das ist das, was zählt. Lass uns leben. Wir haben nur eine Welt und das ist das, was zählt. Lass uns leben. Wir haben nur eine Welt und das ist das, was zählt. Lass uns leben. Wir haben nur eine Welt und das ist das, was zählt. Lass uns leben. Liebe Freunde, vielleicht wird alles gut. Vielleicht machen meine Zeilen euch ein klein wenig Mut. Ich habe mir Gedanken gemacht um die Universitäten und Schulen und habe einen Lehrplan aufgestellt für das Fach Friedenskunde. Die Profiteure aller Kriege mit Ernst Wolf. Wer wird an die Front geschickt? Politiker oder das Volk? Mit Sarah Wagenknecht. Die 10 Punkte der Kriegspropaganda mit Keivan Sufi Siyavash, ehemals Ken Jebsen. Krieg entmenschlicht mit Eugen Drewermann. NATO und Imperium USA mit Daniele Ganser. Auf beiden Seiten der Front mit Patrick Barb. Wie man einen Feind kreiert mit Rainer Rotfuß. History, die Geschichte aller Kriege mit Hermann Plopper. Journalismus im Krieg mit Dirk Pohlmann.
Welche Rolle spielt die Wikipedia bei der Kriegspropaganda mit Markus Fiedler? Friedensphilosophie mit Gunnar Kaiser. Wie denkt man in Russland über den Westen mit Thomas Röber? Krieg und Kindheitstrauma mit Hans-Joachim Maas. Fassadendemokratie mit Rainer Mausfeld. Ökologie und Mensch mit Dirk C. Fleck. Nichtkampfprinzip mit Rüdiger Lenz. Lachen ist gesund mit Uwe Steimle und Gästen. Kleine weiße Friedenstaube, Friedensmusikstunde mit Gastmusikern. Kriegsstille, zu Besuch auf Soldatenfriedhöfen und in den Gedenkstätten des Todes mit Uwe Schattauer, alias Cerebellum, die Stimme der Liebe. Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, dann nehmt mir das nicht übel, Freunde. Nur gemeinsam sind wir stark. Wie sagte schon jemand, wir schaffen das, wir schaffen das. Wir schaffen das mit dem Frieden. Hm? Wir haben nur eine Welt und das ist das, was zählt. Lass uns leben. Wir haben nur eine Welt und das ist das, was zählt. Lass uns leben. Wir haben nur eine Welt und das ist das, was zählt. Lass uns leben. Wir haben nur eine Welt und das ist das, was zählt. Lass uns leben. So, meine lieben Friedensfreunde, jetzt geht's in die Maxi-Version. Seid ihr noch fit? Alles okay? Können wir noch eine Runde? Sehr gut. Clap your hands, everybody. Warum denn immer nur Mainstream konsumieren, wenn es so viele schöne alternative Medien gibt? Wie zum Beispiel KenFM. Heute Apolut, Sophisticated, Nachdenkseiten, Eingeschenkt-TV, Nuoviso, Fair Talk, Duschbar FM, Uwe Steimle, Infrarot, Free 21, Wissen ist relevant, Multipolar, Rubicon, Antispiegel, Frische Sicht, Stichpunktmagazin, Friedenspanzerlieferdienst, Rhein-Main-Gedanken, beweg was, Mutigmacher, Manova. Und natürlich die Vorträge besuchen über krasser Guru. Aufklären, aufklären und nochmals aufklären. Sowas ähnliches hat schon mal jemand gesagt. In diesem Sinne. Wir haben nur eine Welt. Um die ist es im Moment nicht so gut bestellt. One love. Peace. Danke an Tupac, der hat mich inspiriert. Danke an Eugen Drewermann. Vor einer Woche den Vortrag gesehen, der mich zu diesem Lied inspiriert hat. Bleibt alle gesund und friedlich. Druschba. So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Community. Herzlich willkommen zur 168. Therapiestunde live aus der größten Freiluft-Irrenanstalt dieser Welt, live aus Deutschland. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und ich freue mich natürlich wieder auf einerseits die ganzen Zuschauer auf den verschiedenen Plattformen, auf YouTube, auf Facebook, auf DLive 24 Media, auf dem Alterna-TV-Kanal und auf dem Bewegbass-Kanal und bei den Zuschauern auf Twitch. Und ich begrüße natürlich auch alle Admins auf den verschiedenen Plattformen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ohne euch könnten wir diese Sendung nicht machen, weil ihr haltet den Chat sauber. Und weswegen wir die Sendung auch nicht machen können, ist der Mann neben mir, der Andreas. Schönen guten Abend, lieber Andi.
Einen wunderschönen guten Abend. So, und dann kommen wir zu unserem Dauerpatienten, der immer noch nicht austherapiert ist. Ich kann es jede Sendung neu wiederholen, aber es wird sich nichts dran ändern. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Frankie. Jo, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Schön, dass sich jeder Einzelne hier wieder einklingt, hier bei Rhein-Main-Gedanken. Wie gesagt, das Wertschätzungsportal für Leute mit Zivilcourage. Einfach coole Leute, die wir immer wieder im wöchentlichen Turnus hier einladen, wertschätzen, weil sie einfach, ja, entweder für Thesen stehen, die noch nicht falsifiziert worden sind oder eben, ja, gesellschaftskritische Themen angegangen sind, da vielleicht in den Medien auch zerrissen worden sind. Aber ihr wisst ja, nur Leute, die am Ball sind, die werden auch attackiert. Also insofern ist das vielleicht auch ein positives Zeichen. Oder es sind einfach Leute, die gewisse Dinge gerissen haben oder zu einem gewissen Zeitpunkt einfach, ja, Taten haben sprechen lassen und ja, in Anführungsstrichen Eier bewiesen haben. Und solche Leute wissen wir zu wertschätzen. Und ja, heute haben wir wieder einen besonderen Ehrengast und zwar den Dr. Rainer Rotfuß. Und ich freue mich, ihn sogar zum vierten Mal hier bei Rhein-Main-Gedanken begrüßen zu dürfen. Aber wie gesagt, wir machen das hier alles nur für dich, weil du bist da draußen das Zentrum des Universums und wir bleiben einfach die, die wir sind und ja, tun einfach hier unser Bestes. Das kann einfach auch jeder andere tun. Und ich freue mich, wenn du dich einklingst, wenn du dich interessierst und entweder hörst du dir das Ganze als Podcast an oder als Video im Nachhinein oder vielleicht sogar auf dem Kanal von Dr. Rainer Rotfuß? Wir wissen es noch nicht, wir werden es sehen. Ich freue mich auf alle Fälle auf die Sendung und wir haben sehr viele geopolitische und spannende Themen heute, die wir besprechen wollen. Und da gibt es nur einen, der so bewandert ist auch mit den Themen. Da gibt es echt sehr wenige in Deutschland, die so viel Wissen über Geopolitik auch haben und vor allen Dingen auch Macher sind. Also Politiker sind bekannt fürs viele Reden, aber hier haben wir wirklich einen Macher da und ich freue mich wirklich, den Rainer heute da zu haben und gebe erstmal das Mikrofon zurück zum Thomas. Vielen Dank. Und dann kommen wir auch schon zu unserem Hauptgast, und zwar Dr. Rainer Rotfuß. Lieber Rainer, einen wunderschönen guten Abend und schön, dass du bei uns bist. Hallo zusammen und ich freue mich unglaublich, dass wir wieder miteinander diskutieren können. Ja, lieber Rainer, heute wird es keine Vorstellungssendung, weil diejenigen, die dich nicht kennen, die können sich gerne eine der vergangenen Sendungen, die wir mit dir gemacht haben, anschauen. Da haben wir natürlich auch über dich als Person gesprochen, wer du bist, was du gemacht hast, etc. Steigen wir doch direkt ins Thema ein. Und zwar, der Frankie hat es ja eben schon in der Anmoderation angesprochen, auch Macher, du hast eine erneut eine Friedensfahrt organisiert, aber dieses Mal nicht nach Russland, sondern nach Serbien. Und zwar war das im März 1999, ich lese es mal vor, begann die NATO Belgrad zu bombardieren. Für die jüngeren Zuschauer, die unter uns sind und sich in dem Thema noch nicht auskennen, kannst du uns kurz zusammenfassen, was 1999 zu dieser Bombardierung durch die NATO geführt hat? Wie es dazu kam. Ja, also da müssen wir jetzt mal auseinanderhalten, was ist das offizielle Narrativ und was ist tatsächlich nachweisbar geschehen. Also so kurz gefasst lässt sich 1999 als der Beginn setzen, als die eigentliche Zeitenwende sehen, wo die NATO eben abgerückt ist von ihrer Konzeption als Verteidigungsbündnis und eingestiegen ist in völkerrechtswidrige Angriffskriege. Das war es laut Definitionen, weil eben kein UN-Sicherheitsratsmandat vorlag für dieses Bombardement und die Entscheidung letztendlich in Washington gefallen ist, gemeinsam mit 19 weiteren NATO-Staaten, die sich dann engagiert haben. Es ist letztendlich eingehüllt gewesen in so eine Debatte im Rahmen der Vereinten Nationen. Ja, es gibt eine Responsibility to protect. Es gibt also eine Verantwortung, eine Schutzverantwortung seitens eben stärkerer Staaten, die, wenn Bevölkerungen von ihren Regierungen zum Beispiel massakriert werden oder es zu Bürgerkriegssituationen kommt, dann eben von außen auch eingegriffen werden kann, um solche ja, Vorgänge zu stoppen. Und damit wurde natürlich auch eine Argumentation geliefert, die heute Russland für sich nutzt beim eigenen Engagement, sage ich mal, weil so nennt es auch immer die NATO, so nennt es der Westen, ein Engagement in der Ukraine. Und wir sehen ganz klar, dass eine Zeit begonnen hatte 1999, wo eben die USA als der einzige verbliebene
Monopol, würde ich mal sagen, oder Hegemon, also die weltbeherrschende Akteur, schalten und walten konnte in der internationalen Politik mehr oder weniger, wie er wollte. Es gab noch keine starken Gegenspieler. Also Russland war geschwächt durch die 90er Jahre hindurch, durch die Anpassungsschwierigkeiten seit dem Zerfall der Sowjetunion bis hin dann eben zur Machtübernahme Putins, wo dann Russland wieder einen Aufschwungkurs gefahren ist. China war noch nicht in der Stärke wie heute, konnte vor allem auch außenpolitisch und auch militärisch in keinster Weise so agieren wie die USA, die eben schon hunderte von Militärbasen in der Welt aufgebaut hatten und ihre militärische Macht auch relativ stark und kurzfristig überall auf dem Globus ausspielen konnten. Das war also so die geopolitische Rahmensituation. Und so lässt sich auch erklären, warum Russland in dieser Zeit 1999 es hinnehmen musste, einfach ausgespielt zu werden, dass eben der UN-Sicherheitsrat umgangen wurde, die NATO allein agiert hat, gesagt hat, hier müssen wir jetzt eingreifen. Argumentiert wurde es natürlich mit Schutz vor Massenmorden, die seitens der serbischen Regierung, beziehungsweise damals noch jugoslawischen Regierung, begangen worden sein sollen. Und es war sowohl den Militäranalysten vor Ort seitens der NATO klar, dass es so nicht stattgefunden hatte, was als Vorwand genommen wurde, als auch natürlich den Russen und den Chinesen. Aber sie hatten keine Möglichkeiten einzugreifen, keine Möglichkeiten, das Geschehen zu stoppen. Das hatte sich schon geändert an dem Syrien-Konflikt, wo Russland 2015 dann schon eingegriffen hat und das Vorgehen des Westens, der Amerikaner in Syrien gestoppt hat. Also die Zeitenwende rückwärts, würde ich mal sagen, die hatte schon damals begonnen, 2015, und hat sich 2022 nochmals ganz deutlich verschärft im Ukraine-Krieg. Und mittlerweile sehen wir, dass der Westen als Führungsmacht in der Welt eigentlich ins Hintertreffen gerät und die BRICS-Staaten, angeführt vor allem durch China und Russland, also China wirtschaftlich, Russland würde ich sagen eher militärisch und rohstoffmäßig, dieses Verschieben der geopolitischen Kräfte in diese Richtung vom Westen hin in Richtung BRICS ist in vollem Gange und der freie Fall des Westens hat noch nicht unbedingt sichtbar begonnen, aber der freie Fall zumindest Deutschlands als Wirtschaftsstandort und auch Europas, sehr stark abhängig natürlich von der Wirtschaftsmacht Deutschlands und der Umverteilung von Mitteln, hat begonnen und die Frage ist, bekommen wir ihn gestoppt oder nicht? Aber was 1999 jetzt wirklich als Auslöser angeführt worden war, war Radschak. Dort wurden circa 40 Leichen an einem Ort gefunden. Und man hat gesagt, das war ein Massaker an kosovo-albanischen Zivilisten, begangen von der serbischen bzw. damals noch jugoslawischen Regierung unter Milosevic. Es war aber schon damals klar, dass das albanische Kämpfer waren, die mit der UÇK-Truppe, das ist eine Terrororganisation, die eingesetzt wurde, um letztendlich die serbische militärische Gegenreaktion heraufzubeschwören. Diese Kämpfer waren getötet worden an verschiedenen Stellen. Die Leichen waren zusammengetragen worden und die Waffen hat man natürlich nicht gezeigt und hat das so dargestellt. Das war ein Punkt. Es war im Januar 1999 und dann hat man noch behauptet, ja, ein Brief. Warte kurz, Rainer. Also man hat diese Kämpfer, man hat ihnen die Waffen abgenommen und man hatte behauptet, das wären Zivilisten gewesen, Genau, die korrekt? sind im Kampf getötet worden. Also die haben selbst vermutlich Massaker angerichtet an serbischer Minderheitenbevölkerung im Kosovo, Dörfer überfallen, waren im Kampf getötet worden. Und man hat sie dann eben zusammengetragen und natürlich nicht mit Waffen präsentiert und hat behauptet, es seien Zivilisten gewesen, die da einfach grundlos massakriert worden seien. Und diese Informationen lagen vor, die waren bekannt. Das wissen wir aus einer Doku
von WDR 2001. Ihr habt es auch verlinkt. Es begann mit einer Lüge. Also sprich, in ARD kam Investigativjournalismus damals noch zum Tragen, der solche Lügen der eigenen Regierung und des NATO-Bündnisses schonungslos offengelegt hatte. Auch zum Beispiel, das ist auch in dieser Doku drin, diese Lüge, dass in Pristina, also das heißt im Kosovo, seitens der serbischen Regierung ein Konzentrationslager eingerichtet worden sei im Fußballstadion von Pristina. Da haben Investigativjournalisten des WDR dann vor Ort Befragungen durchgeführt und haben zeigen können, nein, sowas hat es nie auch nur andeutungsweise gegeben. Dann der Hufeisenplan, so wurde das genannt, von einer Werbeagentur beauftragt von Rudolf Scharping, vom SPD-Verteidigungsminister damals. Außenminister war ja Joschka Fischer, es war ja Rot-Grün. Unter dieser Regierung ist dieser erste völkerrechtswidrige Angriffskrieg von deutschem Boden aus seit Ende der Nazi-Herrschaft beschlossen worden. Dieser Hufeisenplan war auch, wie gesagt, nur eine PR-Lüge von einer Werbeagentur entwickelt, um eben die deutsche Bevölkerung aus der Reserve zu locken, die ja geschichtsbedingt nie so einem Krieg zugestimmt hätte, wenn sie die ganze Wahrheit gewusst hätte. Und Joschka Fischer hat auch unglaublich getrommelt, hat gesagt, ja, wir müssen Auschwitz verhindern, was er eben hier auf dem Balkan heraufziehen sah. Aber er hatte natürlich alle Informationen, um einschätzen zu können, dass das absolut nicht der Fall war. Und aber er hatte versprochen, gemeinsam mit Schröder eben in diesen Krieg einzutreten, den die Kriegsfalken in den USA, angeführt zu der Zeit von Bill Clinton, einfach brauchten, um Jugoslawien zu zerschlagen. Das war ja einer der Führer der blockfreien Staaten, also die G77-Gruppe. Es waren aber noch viel, viel mehr Staaten, die sich weder in den Einflussbereich des kapitalistischen Westens, geführt von den USA, ziehen lassen wollten, noch in den Einflussbereich der Sowjetunion, die gesagt haben, wir bleiben blockfrei und verfolgen quasi einen dritten Weg, so wurde das damals genannt. Da Genau. hätte ich direkt eine Zwischenfrage, die liegt mir schon die Gerne. ganze Zeit auf der Zunge. Und zwar, Jugoslawien selbst war damals ein funktionierender Staat. Er war blockfrei. Und was war die tatsächliche Intention, in Jugoslawien einzufallen? Da gibt es ja verschiedene Theorien. Die eine Theorie sagt, der Westen wollte sich näher an Russland heranrobben. Die andere Theorie sagt, nee, es ging einfach nur darum, dass man diesen blockfreien Staat auf seine eigene Seite gezogen hat. Was ist da heute quasi die Schlussfolgerung? Woran lag es wirklich? Oder kann man das überhaupt heute schon bestimmen? Also man muss immer unterscheiden, es gibt ein Land mit einer spezifischen Situation, ethnisch, politisch, religiös etc. Und es gibt auf der anderen Seite dann die Ebene der Interessen, die auf so ein Land einwirken. Und es ist definitiv so, dass Jugoslawien natürlich als Vielvölkerstaat gewisse Spannungspotenziale und Sollbruchstellen aufgewiesen hat, die einfach aus der Geschichte herrühren. Wir müssen uns ja erinnern, dass der gesamte Südosten Europas vom Osmanischen Reich teilweise jahrhundertelang besetzt worden war und dadurch natürlich auch der Islam Einzug gehalten hat in dieser Region und letztendlich es auch einer jahrzehntelangen Integrationsagenda unter Tito nicht gelungen war, diese Spannungspotenziale komplett aufzulösen. Das sind einfach noch Überbleibsel dieser ja, jahrhundertealten Entwicklungen, die Jugoslawien ein gewisses Konfliktpotenzial beschert haben. Und jetzt haben wir dann die Ebene der Interessen und da ist es ganz klar so, die Serben und auch die übrigen südslawischen Völker auf dem Balkan haben eine gewisse kulturelle Nähe, die sich dann auch natürlich in einer gewissen politischen Nähe zu Moskau, zu Russland, ja, in einer gewissen Nähe ausgewirkt hat.
Das ist dann geopolitisch gesehen natürlich eine Art Brückenkopf für den Einfluss Russlands in Europa. Und deswegen ist es im Interesse der USA, dass dieser Brückenkopf nicht besonders intakt ist, besonders friedlich ist, besonders prosperierend ist, sondern die beste Methode, eben diesen Brückenkopf einzunehmen, ist, ihn zu sprengen. Und deswegen wurden auch tatsächlich Konflikte extra geschürt und befeuert. Also es gibt genügend Hinweise, dass Waffen geliefert wurden über CIA aus den USA, aber auch seitens Saudi-Arabiens an die UCK, die also richtig aufgebaut, trainiert und verstärkt wurde als Terrortruppe, ähnlich wie der Islamische Staat, auch mit ähnlichen Terrormethoden, um eben die serbische Bevölkerung, war schon eine Minderheitenbevölkerung im Kosovo, zu terrorisieren, zu vertreiben. Wobei die Vertreibung auch durch die NATO-Bombardements dann erst massiv vonstatten gegangen ist und nicht davor schon zu stark um sich gegriffen hatte. Aber man hat quasi diese Spannungen interreligiöser Art und interethnischer Art, hat man versucht, eben massiv zu befeuern, um die jugoslawische Regierung, jugoslawische Armee, sprich heute müssen wir von Serbien sprechen, das ist ja der Rechtsnachfolger, aus der Reserve zu locken, in eine militärische Reaktion hinein zu lenken, um dann eben die Aufmerksamkeit der Medien auf die angebliche Schuld Serbiens lenken zu können. Und das ist nichts anderes wie heute in der Ukraine, wo eben Jahre, jahrzehntelang sogar investiert wurde in die Bewusstseinsbildung einer ukrainischen Identität, Sprache etc., die in Opposition gesetzt wurde zum angeblich imperialistischen, unterdrückerischen Russland, das quasi in der Nachfolge der Sowjetunion versuchen würde, eben die Ukraine zu dominieren und ukrainische Kultur und die ukrainische Ethnie, die auch mehr oder weniger konstruiert ist, zu unterdrücken. Und so versucht eben ein geopolitischer Akteur, der den Einfluss Russlands in den jeweiligen Regionen, sei es jetzt Ukraine oder sei es Ex-Jugoslawien, zu schwächen. So wird dieser Einfluss verstärkt im Sinne einer Verstärkung dann auch der Spannungen und Befeuerung von Konflikten, die dann zunächst Chaos stiften, aus dem heraus man natürlich dann leichter ein Land übernehmen kann und in Abhängigkeit bringen kann. Und genau das ist geschehen. Der Kosovo wurde dann 2008 abgespalten. Mittlerweile ist Bonn Steel als zweitgrößte Truppenstationierung der USA im Kosovo präsent. Kosovo wurde quasi als Vasallenstaat des Westens aufgebaut, in Opposition zu Serbien gebracht. Und man sieht einfach ganz klar, der Nutzen geopolitischer Art war A, eben den Einfluss Russlands zu schwächen, indem man diese Region aufgespalten, zerschlagen hat, und B, eben auch eigene geopolitische Geländegewinne zu machen durch Bonn Steel, aber auch durch den Aufbau von Waffenfabriken im Kosovo, die zum Beispiel dann wieder Waffen liefern konnten in den Nahen Osten, 2011, fortfolgende Jahre, wo eben teilweise dann auch Rüstungsexportbeschränkungen umgangen werden konnten, weil die Rüstungsfirmen nicht mehr in den USA produziert haben oder in Deutschland produziert haben, sondern halt direkt im Kosovo und frei von jeglicher westlicher parlamentarischer Kontrolle dann Waffen auch in solche Konflikte wie Islamischer Staat bzw. andere islamistische Terrorgruppen gegen die syrische Regierung befeuern konnten. Lieber Rainer, jetzt hat der Frankie mehrmals genickt. Jetzt weiß ich nicht, ob du indirekt Frankies Frage schon beantwortet hast oder ist sie beantwortet, Frankie? Ich wollte im Wesentlichen gerade auch die Fähigkeit von Rainer loben, hier in Mustern auch zu denken und diese zu sehen, denn eine weitere Frage, die ich nämlich gehabt hätte, wäre die Parallelen hier zu dieser Ukraine oder Entwicklung mit der Ukraine-Krise, was Rainer im Wesentlichen jetzt schon sehr prima zusammengefasst hat. Also erstmal danke für die übergeordnete Zusammenfassung, wie es überhaupt zu diesem Krieg kam, was die Ursachen waren, und vor allem die Methoden und die Herangehensweisen und dass sie sich im Wesentlichen natürlich auch wiederholen. Und das wollte ich da nur mal
hervorheben. Denn auch ja, in dieser Jugoslawien-Geschichte hatten wir damals den bösen Einzeltitan Milosevic, der quasi für alles herhalten musste. Dann hatten wir meines Erachtens auch wieder ein Land namens Kroatien, was auch zu Jugoslawien gehörte, einen Großteil der Küste einnahm und somit meines Erachtens auch wirtschaftlich einen hohen Anteil an Tourismus, Bruttoinlandsprodukteinkommen hatte, meines Erachtens. Und wenn diesem Land dann in Aussicht gestellt wurde, und das wäre jetzt meine Frage seitens der NATO, dass da eventuell eine Aufnahme gilt und dass die sich ja Richtung Westen mehr herauslösen wollten, mir kam das so ein bisschen vor, als ob die damals auch gelockt wurden, die Kroaten, kommt alle hier mit nach Europa. Und das war natürlich jetzt so einem wie dem Milosevic, der ein Interesse hat, so auch so ein Vielvölkerstaat wie Jugoslawien möglichst beisammen zu halten, natürlich dann auch ein Dorn im Auge, wenn die ganze Küstenregion wegbricht. Und das war meines Erachtens auch Teil dieser Methodik, die wir auch hier bei der Ukraine sehen, dass wir wieder Einfluss von außen haben, wieder Versprechungen, Verlockungen, bis hin zu einem internen Regime-Change. Und auf einmal hat man ja fast schon ein Brudervolk, was aber nach eigener Identität unbedingt jetzt beginnt zu schreien und sich unbedingt herauslösen will aus dem Bruderverbund, wo man nach eigentlich sehr viele Jahre vorher schon friedlich zusammengelebt hatte. Und jetzt nochmal meine Frage: War es so? Ist meine Erinnerung richtig, dass Kroatien auch mehr oder weniger mit Versprechungen genauso wie die Ukraine gelockt wurde? Ja, definitiv. Ich meine, bei Sezessionen und Unabhängigkeitserklärungen von Staaten gibt es natürlich auch immer Nutznießer. Das heißt, es ist relativ einfach, auch eine Abspaltung zu forcieren, wenn es eine gemeinsame Identität gibt, wenn es eine politische Klasse gibt, die dann eben auch eine neue Regierung bilden kann, wenn die Versprechungen kriegt, dass irgendwann auch EU- und NATO-Mitgliedschaft winken, etc. Und wichtig ist dabei auch festzustellen, dass aus der Sicht Serbiens Deutschland als treibende Kraft gesehen wird bei der Abspaltung Sloweniens und Kroatiens. Und diese Abspaltung haben wir relativ positiv in Erinnerung, weil sie mit ja, relativ überschaubaren Konflikten vonstatten gegangen sind. Aber interessant ist auf jeden Fall, dass der Vatikan wohl eine massive Rolle gespielt hatte bei der Abspaltung dieser beider Länder und dass ja, Hans-Dietrich Genscher damals wohl eine Vatikanreise unternommen hatte und dann einen Monat später diese Abspaltung von Deutschland als erstes anerkannt worden war. Also das heißt, aus der Sicht des damals zerschlagenen Jugoslawiens sind gar nicht mal die USA, die den Stein ins Rollen gebracht haben, sondern sichtbar ist da als Initiator Deutschland. Und das ist eine Selbstwahrnehmung, die wir natürlich überhaupt nicht so haben. Wir haben ja das so wahrgenommen, ja, wir sind da die Retter und die armen Slowenen, die armen Kroaten und Deutschland ist immer vorne dabei bei Freiheit, Unabhängigkeit der Völker und Selbstbestimmung und wir schützen das, wir stützen das. Ja, aber wir haben wohl tatsächlich hier den USA sogar den Schneid abgekauft, die dann erst wieder die Führungsrolle übernommen haben, als es dann um die Abspaltung Bosnien-Herzegowinas ging und dann die Abspaltung des Kosovo ging. Ja, aber es wird, wie gesagt, seitens Jugoslawien so wahrgenommen, dass Deutschland als der Staat, der sich erst 1990 wieder vereinigen konnte nach Jahrzehnten der Trennung, jetzt sich aufgespielt hat als der Spalter von Staaten, die zumindest in freundschaftlicher Beziehung stehen zu dem Russland, das erst die Wiedervereinigung Deutschlands möglich gemacht hatte. Und das ist schon interessant, das zumindest mal zur Kenntnis zu nehmen, dass Deutschland zumindest aus kritischer Perspektive betrachtet eben kaum die eigene Wiedervereinigung erlangt hatte und sich schon als Werkzeug aufgeschwungen hatte, eben der Spaltung anderer Staaten. Das hat zumindest seitens Jugoslawiens und seitens Serbiens viel Glaubwürdigkeit Deutschlands gekostet. Lieber Rainer, das ist super spannend und liebe Zuschauer, das ist jetzt nicht abgesprochen, weil der Andi, der hat nämlich eine Frage und die passt eigentlich wie die Faust aufs Auge zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Der Andi aus der Regie, bitte Andi. Ja, also Rainer,
Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren habe ich ein Interview gesehen. Ich meine KenFM und ich meine Willy Wimmer. Dass Willy Wimmer behauptet hat, zu Zeiten der Kohl-Regierung, kurz vor der Neuwahl, wo dann Rot-Grün an die Macht kam, war die rot-grüne Clique in den USA. Und es wurde zur Bedingung gemacht, dass quasi die Werbeagentur aus den USA dafür sorgt, dass Rot-Grün gewählt wird hier in Deutschland. Dass Rot-Grün danach 1999 in Jugoslawien in den Krieg eintritt. Das war der Preis für an Das die war der Macht Preis kommen, für an die Macht. Genau. dafür geht ihr mit uns Ja. in den Krieg. Entspricht das den Tatsachen oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Das muss wohl den Tatsachen entsprechen. Willy Wimmer war ja damals aktiv in Zirkeln, die solche Informationszugänge auch hatten. Er war ja OECD-Vizepräsident in der Parlamentarischen Versammlung und er war ja zuvor Staatssekretär unter Helmut Kohl. parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium gewesen unter Kohl. Und Willy Wimmer wird auch gesehen in Serbien. Also ich habe den ehemaligen Außenminister Jovanovic getroffen, der damals eben ja auch mit Willy Wimmer im engen Kontakt war und der damalige jugoslawische Botschafter in Deutschland, Jeremic, zunächst noch in Bonn und dann war ja der Umzug nach Berlin kurz nach diesem Bombardement Serbiens. Und auch er hat gesagt, er war im ständigen engsten Kontakt mit Willy Wimmer und sie haben versucht, das Ganze noch zu retten und die Öffentlichkeit aufzuklären über die eigentlichen Vorgänge und die Propagandalügen, aber es ist ihnen leider nicht gelungen. Und ja, Jeremic als Botschafter hat auch mir gesagt, jetzt gerade erst in Belgrad, dass es zutiefst bedauert hat, dass sich die serbische Regierung dann entschieden hatte, den Botschafter abzuziehen aus Deutschland, nachdem eben die ersten Bomben gefallen sind. Und er hat gesagt, wäre er geblieben, dann hätte er einen besseren Zugang gehabt zu den Informationsmedien in Deutschland und der Krieg hätte vielleicht statt erst nach 78 Tagen schon nach 30, 40, 50 Tagen enden können. Also er hat gesagt, es war ein großer Fehler. Aber wie gesagt, es war so das Gespann Willy Wimmer, Jovanovic, Jeremic, die in engstem Kontakt waren und gemeinsam versucht haben, damals das abzuwenden, dieses Unrecht abzuwenden. Denn sie waren sich einig, es hätte definitiv andere Mittel gegeben, die Konflikte beizulegen in der Region. Aber das war ja offensichtlich gar nicht gewünscht und es war tatsächlich der Deal wohl gewesen, Rot-Grün musste in diesen Krieg ziehen. Es war der US-Regierung wohl klar, dass mit Kohl dieser Krieg nicht machbar gewesen wäre. Das Ethos von Kohl stand da wohl im Wege. Und wahrscheinlich auch Willy Wimmer mit seiner Einschätzung, die sicherlich auch eben in der Regierung Kohl Gewicht hatte. Und dieser Deal, ja, diese unheilige Allianz hat dann den Startschuss gesetzt für mehrere völkerrechtswidrige NATO-Interventionen. Das ist quasi der große Sündenfall unter Rot-Grün. Und das muss uns natürlich auch zu denken geben, wenn jetzt wieder Rot-Grün die treibenden Kräfte sind in der Bundesregierung. Die Gelben, die Liberalen, die FDP, also die sich liberal nennen, sind ja quasi nur das Zünglein an der Waage, was ihnen zur Macht verholfen hat. Das muss uns zu denken geben. Also es sind, ja, wobei wir jetzt da nicht in diese eine Richtung nur schauen dürfen. Gerade bei der Taurus-Debatte haben wir gesehen, die CDU treibt ja noch die Ampel vor sich her und will noch mehr eskalieren. Und das war ja auch 2003 so. Da hat ja dann Schröder, muss man auch zur Ehrenrettung sagen, immerhin gesagt, nein, wir bombardieren im Irak nicht mit. Und später hat auch FDP-Außenminister Guido Westerwelle 2011 in Libyen gesagt, nein, wir bombardieren nicht mit. Und beide Male gab es sehr große Kritik aus den Mainstream-Medien, aber es gingen halt einfach auch 3 Millionen Menschen auf die Straße 2003 und haben gefordert, kein Blut für Öl. Das vermissen wir heutzutage. Da passiert einfach rein gar nichts. Man tut so, als sei es ein gerechter Krieg, der unvermeidbar sei. Ja, deswegen müssen wir das schon auch gerecht einordnen hier, Schröder und Fischer, aber da hatten sie wohl ihre Seele verkauft und mussten tatsächlich durchziehen.
Schön, dass du das nochmal so erwähnt hast. Schröder meines Erachtens auch nicht immer hundertprozentig sauber, ja, war auch Teil der Hannover Connection und hat da quasi in diesem Rahmen auch eine Menge hinter sich gebracht, sagen wir es mal so. Wir haben aber jetzt auch schon die WDR-Doku, es begann mit einer Lüge, haben wir jetzt auch schon hier referenziert. Sehr wichtig für alle, die nochmal in das Thema einsteigen wollen. Wie gesagt, wird in der Videobeschreibung verlinkt sein. Dort meines Erachtens war. Muss jeder kennen, möchte ich nochmal betonen, wirklich, das ist so wichtig. Und auch zu sehen, dass was Öffentlich-Rechtliche leisten können, wenn sie wollen, wenn sie dürfen, das ist eigentlich der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Und damals wurde ja noch ernst genommen, das muss man schon mal betonen. Das ist Exakt. also ein unverzichtbarer Bestandteil jeglicher Friedenspolitik, wenn solche Sendungen gemacht werden. Das kann wirklich ein Gamechanger sein. Drum ist sie natürlich auch nicht mehr in der Mediathek zu finden. Aber zu so einem Journalismus muss der Mainstream wieder zurückfinden, dann hat auch der Frieden wieder eine Chance in Europa. Ich habe Definitiv. den Link jetzt aus YouTube und das ist ein Kanal, der den ganzen, der die ganze Doku gespiegelt hat, weil beim WDR selbst auf dem YouTube-Kanal findest du es auch nicht mehr. Habe ich nämlich gesucht heute Mittag noch. Aber mir war es nur wichtig, dass ich die volle Doku, ich glaube 52 oder 56 Minuten sind es. Es gibt auch noch eine kleinere Version von 42 Minuten vom ZDF. Die ist ein bisschen gekürzt, aber ich habe jetzt die lange Version rausgesucht. Also in der Videobeschreibung ist das drin. Aber Frankie hatte noch eine Frage. Bitte, Frankie. Genau, aber danke nochmal für die Erwähnung, weil in diesen Zeiten der Zensur ist es immer sehr wichtig, ist auch Aufgabe für jeden, dass man sich solche Dokus eben auch auf der Festplatte sichert. Immer sehr wichtig, wissen wir alle. Meine Frage auch nochmal hier zu Gerhard Schröder war, er hat ja dann im Wesentlichen auch im Nachhinein, also in dieser Doku hat er auch zugegeben, dass er eigentlich das Völkerrecht damit gebrochen hatte. Ganz klare Aussage von ihm, wir haben hier völkerrechtswidrig agiert. Schade, dass solche Einsichten dann immer erst zu solch späteren und nicht mehr amtierenden Zeiten dann eben stattfinden. Das ist das so ein bisschen, was mich ärgert auf der einen Seite. Er hat sich aber in seinen amtierenden Zeiten noch für bessere Beziehungen zu Russland eingesetzt, insbesondere auch die Beziehung zu Wladimir Putin damals und saß natürlich dann auch später nochmal im Vorstand von Gazprom. Und jetzt auch nochmal meine Frage, ist es so, dass er erst nach dem Angriff auf Jugoslawien diese Beziehungen eventuell angefangen hat zu pflegen? Wenn ja, war es dann eher nur privates Interesse oder war das vielleicht auch Interesse aus reinem Schuldbewusstsein, dass man vorher Kacke gebaut hat oder war es vielleicht beides? Wie sind da deine Erfahrungen oder Einschätzungen? Naja, es gibt einfach in der SPD noch so eine alte Riege, die nicht glücklich ist über die Dämonisierung Russlands und den Abbruch aller Beziehungen und Zerschlagung alles dessen, was über Jahrzehnte hinweg zaghaft und mit viel Blut und Schweiß und Tränen aufgebaut worden war an Beziehungen zu Zeiten des Kalten Krieges. Und da gehört Gerhard Schröder wohl dazu. Und dass er dann eingestanden hat, dass die Abspaltung des Kosovo und die Bombardements damals völkerrechtswidrig waren, das war ja für ihn letztendlich ein Hebel, um klarzumachen, dass die Abspaltung der Krim von der Ukraine und der Anschluss an Russland eben nichts anderes sind als das, was sie selbst im Kosovo betrieben haben. Und damit hat er letztendlich in einem Zeitinterview dem Joffe eben gezeigt, schaut mal, eigentlich dürfen wir keine solche Doppelstandards anlegen. Und das war immerhin ehrenwert. Ja, er war nicht mehr in Regierungsverantwortung, er hatte nicht mehr diese Last auf seinen Schultern und von daher vielleicht auch etwas mehr Freiheit, weil der große Bruder in den USA ihn dann nicht direkt abstrafen konnte für solche Aussagen. Das spielt sicherlich eine Rolle, aber dass er überhaupt dann auch Rückgrat bewiesen hat und in schwierigen Zeiten auch gesagt hat, wir können die Beziehung zu Russland nicht abbrechen, wir haben dann eigenes Interesse dran und es gibt auch ein Friedensinteresse der Zusammenarbeit mit Russland, das muss man ihm definitiv zugute halten und man sieht ja auch ganz klar, wie er vom Mainstream angegriffen wurde, vom gesamten Establishment. Man wollte ihm die Bundestags, also sein Büro als ehemaliger Bundeskanzler wegnehmen, seine Mitarbeiter wegnehmen. Man wollte ihn aus der SPD ausschließen. Also es war eine richtige Hexenjagd, weil er eben sich nicht mehr diesen alles
allem und jedem übergestülpten NATO-Narrativ unterordnen wollte, dass man Russland mit allen Mitteln bekämpfen müsse. Und er hat da einfach mutig Flagge gezeigt für weiterhin Kooperation und Dialog. Und genau das ist auch, was ich immer gefordert habe, was wir als Friedensfahrer immer gefordert haben, seit 2016, wo wir mit Hunderten von Leuten in eigenen Autos nach Russland gefahren sind, um zu signalisieren, wir wollen mit euch in Frieden leben, wir wollen euch kennenlernen. Völkerfreundschaft ist die Grundlage von Frieden. Und das ist das, was auch meine Fraktion im Bundestag fordert. Weg von Sanktionen, weg vor allem von Waffenlieferungen, hin zu Dialog, zu Ausgleich, zu Partnerschaft. Und wir sehen es genau wie Trump. Wenn der Wille da wäre, dann könnten wir innerhalb von 24 Stunden den Frieden erzielen, aus einer mächtigen Position heraus. Aber wir sind natürlich nur Opposition und werden beschimpft als Putins Propagandisten. Während wir nur genau das fordern, was immer Mainstream deutsche Außenpolitik war, über Jahrzehnte hinweg, dass das Primat der Politik gilt, bevor die Waffen sprechen. Zuerst muss jede Möglichkeit ausgeschöpft werden, in Verhandlungen Lösungen zu erzielen. Und Verhandlungen heißt dann nicht, ich bringe dir meine Agenda auf und meine Positionen und komme dir keinen Schritt entgegen. Verhandlungen heißt natürlich, man sucht einen Interessenausgleich und genau das war nicht gewollt. Und das hat Stoltenberg auch zugegeben. Er hat als NATO-Generalsekretär vor einem Ausschuss im EU-Parlament im September letzten Jahres erst gesagt, Putin hatte einen Vertragsentwurf vorgelegt im Dezember 2021. Und wir hätten da nur unterschreiben sollen nach seiner Vorstellung, dass die Ukraine neutral bleiben soll. Und er wollte die NATO quasi nicht näher an seine Grenzen ranhaben. Wir haben natürlich nicht unterschrieben. Und was hat er jetzt bekommen? Die NATO noch viel näher an seinen Grenzen dran, also Schweden, Finnland, Beitritt. Und hat sich quasi da als Sieger gefühlt, dass er nicht nachgegeben hat. Aber genau das wäre eben Diplomatie, dass man die Sicherheitsinteressen des Gegenübers auch wahr und ernst nimmt und dass man auch sagt, okay, klar, wir haben unsere Sicherheitsinteressen, du hast deine und wir nehmen sie ernst, weil wir verstehen, dass du ja Stärke hast, mittlerweile Stärke hast. Nur das verstehen ja die Staaten. Und das hat man einfach ignoriert. Man hat die Stärke Russlands ignoriert und hat gedacht, wir können mit denen machen, was wir wollen, können sie provozieren, wie wir wollen. Und das hat halt Russland natürlich nicht mehr mit sich machen lassen. Man hätte es wissen können, schon nach Syrien, aber man wollte es nicht wahrhaben. Und wer ist der Leidtragende? Die ukrainische Bevölkerung, die da instrumentalisiert wurde, aufgerüstet wurde, auch ja, motiviert wurde, letztendlich verführt wurde in einen Krieg hinein, der die Ukraine... Und jetzt geopfert wird als Kanonenfutter. Genau, genau. Die und sterben da. Das ist die Tragödie. Weil, ja. Es ist mir genauso leid um jeden Ukrainer, der stirbt, wie um jeden Russen, der stirbt in einem Krieg, der einfach durch Diplomatie bei gutem Willen hätte vermieden werden können. Und das ist die ganze Tragödie. Ein Punkt, den möchte ich noch anfügen, weil du nämlich Gerhard Schröder ins Gespräch gebracht hast, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar will ich kurz zitieren, was der Herr Schröder damals dem Herrn Joffe gesagt hat. Wissen Sie, wo ich sehr vorsichtig bin mit dem erhobenen Zeigefinger, gerade im Bereich auf die Krim, ist der Vergleich mit dem Kosovo. Und dann fragt der Herr Joffe, ja was denn? Ja, weil ich es selber gemacht habe. Und dann hört man richtig, wie der Herr Joffe Luft holt. Was haben Sie gemacht? Ja, das Völkerrecht gebrochen. Und jeder, der dieses Video nochmal sehen will, Leute, geht in YouTube auf den Bewegtwas-Kanal, scrollt mal runter, der Trailer zur Buchrezession von Wolfgang Effenberger, Schwarzbuch EU und NATO, da ist das nämlich drin, mit dem Originallink, wo ihr das gesamte Interview von Gerhard Schröder nochmal sehen könnt. So viel zum Thema Werbung in eigener Sache. Aber, lieber Rainer, du hast ja auch angesprochen, du hast damals die Friedensfahrt nach Russland gemacht und jetzt aktuell hast du eine Friedensfahrt nach Serbien
organisiert. Jetzt ist ja der Krieg seit einigen Jahren vorbei. Weshalb ist es denn nötig, eine Friedensfahrt nach Serbien zu organisieren? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte hauptsächlich Russland auf dem Schirm und die zunehmenden Spannungen, die ja bewusst generiert wurden, vor allem auch durch die Dämonisierung Russlands. Es wurde als ein Feindbild-Narrativ in den Medien sukzessive und strategisch systematisch aufgebaut. Das hat mir Sorgen gemacht und im Schatten dieses sich anbahnenden Konflikts war in meiner Wahrnehmung diese Geschichte 1999 mit Jugoslawien, mit Serbien völlig aus dem Blickfeld geraten. Und da hat mich dann nach der ersten Friedensfahrt nach Russland, haben mich irgendwann über, ich glaube, es war über Facebook, Serben kritisiert und haben gesagt, ja, nach Russland fahrt ihr, das ist alles lange her. Aber was ist eigentlich mit Serbien, was ihr da 1999 getrieben habt? Und ich dann so, oh, okay. Und habe mich tiefer eingearbeitet in die ganze Problematik und habe sofort gesehen, boah, ja, stimmt, das ist ja wirklich ein Aufgabenfeld, was eigentlich völlig unbeackert ist. Und hatte das dann wieder vergessen und eine Woche vor dem 20. Jahrestag 1999, 2019 also genau, kam mir einfach morgens beim Zähneputzen die Idee, oh Mann, in einer Woche ist dieser 20. Jahrestag, eigentlich sollten wir jetzt nach Serbien fahren und dorthin eine Friedensfahrt machen. Habe das meiner Frau erzählt und die hat gesagt, ja, das musst du machen. Ich habe zuerst gedacht, die sagt, du bist verrückt, das ist ja schon in einer Woche. Und dann habe ich mit Michael Kubacki, der ja unser Logo für die Friedensfahrt nach Russland entwickelt hatte, habe ich in Windeseile dann das Ganze umgemodelt, eben für Serbien, ein riesiges Banner entwickelt und innerhalb von einer Woche hatten wir alles zusammen, sind losgefahren mit insgesamt 17 Leuten und haben das also relativ spontan gemacht, hatten aber tatsächlich auch entsprechende mediale Begleitung, haben Gott sei Dank dann vor Ort auch Leute gefunden, die das unterstützt haben, die uns Kontakte gemacht haben, sodass wir dort auch in die Medien kamen. Bei einer großen Demo konnte ich vor 5000 Leuten sprechen dort, war bei den Kranzniederlegungen dann auch an den entsprechenden Mahnmalen, war beim Belgrade Forum of a World of Equals schon vom ehemaligen Außenminister Jovanovic, der diese Friedenskonferenz jährlich durchführt zum Jahrestag eben des Bombardements und alle 5 Jahre sie auch groß und international macht. Also und das war schon so ein riesiger Erfolg, der dann noch gekrönt wurde dadurch, dass der damalige Außenminister und Vizepremier Dacic mich dann in die Botschaft in Berlin eingeladen hat, in die serbische Botschaft, einfach um sich zu bedanken, dass jemand sowas macht. Und damals war ich ja jetzt noch nicht im Bundestag und irgendwie als Politiker wahrgenommen worden. Und das hat mich schon sehr bewegt, dass also die Regierungsspitze sich da beugt und sagt, danke, ihr kleine Gruppe, dass ihr aus Deutschland gekommen seid und euch mal diesem Thema gewidmet hat. Und wir haben dort vor Ort auch gespürt, wie die Menschen wirklich noch gelitten hatten, traumatisiert waren. Und das auch jetzt wieder, 25 Jahre danach, das ist unglaublich bewegend, dann auch zu sehen, wie umgegangen wird mit dem Leid. Also das wird dort richtig gezeigt, auch in den Medien, was damals passiert ist. Es war dann eine zentrale Gedenkfeier in Prokuplje im Süden von Serbien. Da hat der Präsident gesprochen, Vucic, und auch Dodik von der Republika Srpska, also von den bosnischen Serben in Bosnien-Herzegowina. Da hat ein Mädchen gesprochen, also jetzt eine junge Frau von 25 Jahren, die war im Bauch ihrer Mutter gewesen, als die Bomben gefallen sind. Sie hat durch diese Bomben ihren damals 11-jährigen Bruder verloren, also nie kennenlernen können, ihren Vater verloren, nie kennenlernen können. Und dieses Leid wird da also auch wirklich gezeigt. Diese Menschen bekommen dort eine Stimme dann auch im nationalen Fernsehen. Und auf der Bühne wurde auch in einem Theaterstück nachgespielt, wie das war, als in diesem Dorf Prokuplje die ersten Bomben gefallen sind. Und das war also wirklich unglaublich berührend und erschütternd und einfach zu sehen, dass dieses Leid nicht unter den Teppich gekehrt wird, wie bei uns in Deutschland im Grunde genommen,
Klar, weil wir natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg als das schuldige Volk dastanden und mit der eigenen Schande, Verantwortung natürlich nicht konfrontiert werden wollten. Wir haben das alles mehr oder weniger weggedrängt. Aber da ist es so lebendig. Die Menschen sind noch heute so enttäuscht und traumatisiert und fühlen sich als Paria in Europa, als ja, dämonisiertes, für alles verantwortlich erklärte Volk, für die ganzen Konflikte, die damals stattgefunden haben. Und das hat mir gezeigt, wie wichtig das ist und wie mächtig aber auch dieses kleine Instrument ist, was wir normalen Bürger, wir Menschen jederzeit in der Hand haben, so eine Friedensfahrt zu machen, wo eben so ein Konflikt vonstatten gegangen ist. Und als Sahnehäubchen dann von der Bestätigung, wie viel man bewegen kann durch solche Friedensfahrten, ist, dass wir circa 30 Friedensfahrer dann am Abend dieser zentralen nationalen Gedenkveranstaltung von Präsident Vucic zum Abendessen eingeladen wurden. Und da ist mir echt schier das Blech weggeflogen. Ich konnte das gar nicht glauben, als es so angedeutet worden war, ja, abends werden wir dann noch zum Abendessen eingeladen. Wir hatten keine Information, wo, was, wie. Und tatsächlich war das so. Ich dachte dann, ja, da ist ein riesiges Festbankett und da gibt es dann halt irgendwo einen Katzentisch, wo wir auch noch sitzen dürfen. Aber nein, der Präsident war da nur mit einer relativ kleinen Gruppe von seinen Begleitern und zukünftigen Ministern, die bilden ja gerade eine neue Regierung, in einem Hotel. Und wir waren quasi eingeladen als Gesamtgruppe dort auch zum Abendessen. Und er hat uns allen die Hand geschüttelt. Wir haben ihm dieses Sweatshirt überreicht mit dem Symbol eben das Herz, die serbischen, die deutschen Farben und die Friedenstaube davor und das Motto quasi durch Freundschaft zum Frieden. Und ja, das war wirklich total bewegend. Und das sieht man mal, also die normale Bevölkerung begrüßt es unglaublich und ist total gerührt und freut sich über so ein Signal des Innehaltens, Nachdenkens, in sich gehens, Hinterfragens und vielleicht auch Bereuens um Verzeihung, Bittens für das, was Deutschland damals getan hat. Die ganze Bevölkerung hat sich ja verführen lassen, trägt damit natürlich ein Stück weit auch Mitverantwortung, weil wir müssen die Regierung kontrollieren. Und auf der anderen Seite dann eben die Regierung sogar, die, wenn da ganz normale Bürger hinfahren mit so einem Signal, die Regierung sogar sagt, danke euch, dass ihr das tut. Das ist also für mich sehr, sehr ein sehr, sehr hoffnungsvolles Signal. Und ich hoffe, dass das auch im positiven Sinne weitergeht. Denn das Leid, was damals erzeugt wurde, wirkt fort. Stichwort abgereicherte Uranmunition. Und ganz wichtig noch ein letzter Punkt, auch wieder Werbung in eigener Sache. Du hast es schon angesprochen, 2019 hast du die erste Friedensfahrt nach Serbien gemacht. Und vielleicht, lieber Rainer, kannst du dich noch dran erinnern, das war lange bevor es Rhein-Main-Gedanken gab. Ja, bevor es Rhein-Main-Gedanken gab, hatten wir im April 2019 eine Sondersendung gemacht wegen der Verhaftung von Julian Assange. Und du bist gerade frisch von der Friedensfahrt aus Serbien zurückgekommen. Und deswegen wollte ich es jetzt nochmal erwähnen für alle, die sich, was die Friedensfahrt nach Serbien betrifft. Wir haben damals in dem Video auch viele Bilder in dem Video eingespielt, wo man auch sieht, wo ihr, wie du es eben gerade angesprochen hast, mit dem Riesenbanner, da habt ihr Fotos von gemacht, das haben wir damals in dem Video eingespielt. Wollte ich jetzt nochmal in Werbung in eigener Sache machen. Und der Frenki winkt schon ganz wild. Bitte, Frenki. Na, so wild winkt er nicht, aber auf alle Fälle, genau, danke auf alle Fälle nochmal, das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema, das zu erwähnen. Auch deine Erfahrung mit der Truschba-Friedensfahrt, das ist so bemerkenswert, was du da in diesem Rahmen auch schon für die Völkerfreundschaft getan hast. Und also ich persönlich höre dir da sehr gerne zu, weil das wieder eines dieser exemplarischen Beispiele ist, wo ich einfach sage, der Dr. Rainer Rotfuß ist ein Macher. Und hat den Wert von Völkerfreundschaft verstanden. Er hat das verstanden, was meines Erachtens auch Dr. Martin Luther King gemeint hat. Er hat nämlich auch mal gesagt, Menschen hassen sich oft, weil sie Angst voreinander haben. Sie haben Angst voreinander, weil sie sich nicht kennen. Sie kennen sich nicht, weil sie nicht miteinander kommunizieren können. Sie können nicht miteinander kommunizieren, weil sie getrennt werden. Und wenn ich dann noch Einstein zitieren darf, der gesagt hat, Frieden schafft man eben niemals mittels Zwang oder Gewalt, sondern eben nur mittels Verständnis. Und du hast es jetzt schon so prima erörtert, du bist dahin, um eben erstens die Hand zu reichen, die, ja, die
kulturellen Unterschiede zu überbrücken, einfach wirklich da zu sein, und dass man miteinander kommuniziert, um eben auch zu zeigen, dass man versteht, dass man einen Fehler eventuell gemacht haben könnte und dass man einfach da ist in Freundschaft, um Brücken zu bauen. Und das kommt viel zu selten meines Erachtens vor. Und das sind Werte, die müssen wir weiterleben, die müssen wir weiter ausbauen. Und deswegen, wie gesagt, höre ich dir so gerne zu, wenn du darüber gesprochen hast. Danke für den kompletten Einsatz, dass du das nach Serbien da gemacht hast. Und wie gesagt, auch erwähnenswert, das war mir auch wichtig, die ganzen Erfahrungen, die du auch schon mit der Druzhba-Friedensfahrt gemacht hast. Da sind auch wundervolle Begegnungen entstanden, wundervolle Sachen sind passiert. Ihr hattet dort ein oder zwei, du warst ja nicht nur auf einer, du warst ja auf mehreren. Wie viel waren es und was waren da nochmal die Highlights für dich? Ja, also die 2016er Fahrt war ja die erste. Berlin, St. Petersburg, Moskau, Minsk, Warschau wieder zurück. Die 2017er dann schon mit 360 Teilnehmern ungefähr, war auf 5 verschiedenen Routen, also bis Baikalsee, auf die Krim, Karelien im Norden etc. 2018er der Druzhba-Zug, also da haben wir nicht das Auto genommen, wie bei den Fahrten davor, sondern den Zug und sind zur FIFA-Fußball-WM nach Moskau gefahren und haben auch unser riesiges Banner auf die Bühne beim Public Viewing der FIFA geschmuggelt. Das war ganz cool, sodass wir dann von 10.000 Leuten vor Ort gesehen wurden und in den Fernsehkameras natürlich von Millionen. Ja, also Highlights sind immer die persönlichen Begegnungen, das zu sehen, was sich auflöst an Spannungen, wenn sich Menschen begegnen und sich signalisieren, dass sie sich verstehen wollen und ja, Feindbilder entzaubern wollen und sich auch gegenseitig helfen wollen, so wie es jetzt auch in Serbien geplant ist. Ich hatte ja das Stichwort noch gebracht, abgereicherte Uranmunition. Das ist ja die große Sauerei schon 2003 gewesen, 1991 und dann 1999 eben in Serbien, vor allem Kosovo, aber auch schon davor in Bosnien wurde auch abgereicherte Uranmunition verschossen. Dabei kommt es zu Verseuchung der Böden, des Grundwassers und zu Vergiftungserscheinungen, DNA-verändernden Prozessen. Es geht nicht in erster Linie um die Radioaktivität, denn das Uran ist ja abgereichert. Das sind ja quasi die Abfallstoffe bei der Herstellung von Brennstäben. Diese Abfallstoffe, mit denen kann man nichts anderes machen, als eben diese x-fache Dichte von Blei dieses Urans zu nutzen, um eben Geschosskerne daraus zu gießen, die wie Nadeln eben im Gesamtgeschoss drinstecken und die beim Verschießen dann eben aufgrund ihres großen Gewichts, spezifischen Gewichts, Panzerplatten durchdringen können. Und die werden verschossen von A-10 Jagdflugzeugen der US-Luftwaffe, aber auch von Abrams-Panzern. Auch die Briten setzen die abgereicherte Uranmunition ein. Sie wurde übrigens auch wieder an die Ukraine geliefert, obwohl Russland ganz klar gesagt hatte, das ist eine rote Linie. Sie haben dann aber das Waffenlager wohl getroffen, bevor die Munition groß eingesetzt und verschossen werden konnte. Ja, und diese Munition wurde verschossen auf irrsinnige Art und Weise. Also bestätigt sind 15 Tonnen, aber errechnet haben Militärexperten in Serbien, dass wohl 35 Tonnen insgesamt verschossen wurden und zwar auf völlig sinnlose Art und Weise. Also man hat nicht einmal die Munition eingesetzt, nur um Panzer zu zerschießen, Panzerplatten zu durchdringen, sondern auch zum Beispiel, um Sender von Radio, TV zu zerstören. Und wo das überhaupt nicht nötig wäre, da könnte man auch eine ganz normale Bombe oder Rakete einsetzen. Damit wurde dann unglaublich viel von diesem toxischen radioaktiven Material eingesetzt, das dadurch besonders toxisch wird, dass es eben beim Aufschlagen so eine große Hitze entwickelt, dass es dann verbrennt, zu Staub wird und eben über die Luft transportiert wird, dann in die Böden gelangt, ins Grundwasser gelangt. Und da reichen wohl die kleinsten Partikel aus, um zum Beispiel in den Lymphknoten, wenn es aufgenommen wird, in den Stoffwechsel
Krebs zu erzeugen. Und es gibt wohl tausende von Fällen von Krebs über der normalen Krebssteigerungsrate, die wir ja in allen westlichen Ländern haben, die darauf zurückzuführen sind. Und es gab in Italien schon 400 zu Ende geführte Prozesse, wo das nachgewiesen werden konnte, dass diese abgereicherte Uranmunition, die Exposition eben dann tatsächlich zu Krebserkrankungen geführt hat, vor allem bei Soldaten, die nicht informiert und gewarnt worden waren. Und diesen Nachweis führt jetzt ein Anwalt, Aleksic heißt er, Sirjan Aleksic, in Nisch führt er gerade auch durch, ehrenamtlich, weil seine Mutter auch sehr, sehr früh gestorben ist, wohl durch dieses Phänomen, setzt er sich jetzt ein für solche Opfer eben in Serbien auch. Und es gibt auch bei der Bundeswehr wohl 200 Fälle von Soldaten, wo diese Verseuchung im Raum steht, wo aber Prozesse nie wohl zu Ende geführt wurden, sondern dann eben durch außergerichtliche Einigungen das Ganze gestoppt wurde, bevor es groß an die Öffentlichkeit treffen konnte. Und das ist eben die große Sauerei. Warum verschießt die NATO, wenn sie doch nur Menschenrechte schützen, einen angeblichen Genozid stoppen wollte, warum verschießt sie abgereicherte Uranmunition? Und serbische Militärs sind sich da relativ einig. Die sagen, die wollten einfach dieses Zeugs testen und sie wollten dieses abgereicherte Uran entsorgen. Weil das fällt einfach an bei der Brennstäbeproduktion. Das Zeugs muss irgendwann mal eingesetzt werden, muss weg und dann haben sie das halt da wie wild verballert. Und das ist einfach eine Tragödie. Da haben wir gesagt, also wenn es jetzt heute Krebsleidende gibt und wir haben auch einen getroffen dort und ich habe auch von einem Mechaniker dort vor Ort gehört, ja, es gibt viel Krebs in Nisch, vor allem auch bei Kindern, sehr besorgniserregend und so. Da haben wir gesagt, da müssen wir eigentlich aktiv werden und aus unserer Gruppe heraus einen Verein gründen, der darauf aufmerksam macht, auf diese Problematik und der dann auch Spendengelder einsammelt und die dorthin leitet, sodass das Ganze nicht einfach unter den Teppich gekehrt wird, vergessen wird und dass das letztendlich dann auch die Handlungskomponente von Völkerfreundschaft ist, dass solche Sauereien zumindest irgendwie nicht vergessen werden und dass da Hilfe mobilisiert wird. Weil die Staaten zu verklagen, die Regierung zu verklagen, vergiss es, das wird nicht geschehen. Die Mächtigen sprechen Recht und das haben sie bei Milosevic, hier habe ich gerade sein Buch, die Zerstörung Jugoslawiens, Slobodan Milosevic antwortet seinen Anklägern, dieses Buch zeigt ganz klar, die Mächtigen sprechen da Recht und der Schuldige steht von vornherein fest. Und ja, deswegen müssen wir auch hier als Bevölkerung, als einfache Bürger mal wieder die Maßstäbe setzen für Moral und für Ethik. Unsere Regierungen werden das bislang nicht tun. Die fühlen sich da immer noch auf der sicheren Seite des Stärkeren. Deswegen auch vielen Dank, dass du diese wichtige Thematik nochmal ansprichst. Wir sprechen hier von Depleted Uranium. Der Grimme-Preisträger Frieder Wagner hat 2007 die wichtige Doku Deadly Dust hier sozusagen veröffentlicht. Auch nochmal sehr wichtig, das zu dem Thema, dass man sich da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer informiert. Deadly Dust. Aber eben danke nochmal für die Zusammenfassung und wie gesagt, dass du auch für diese Thematik Bewusstsein schaffst, denn das ist sehr wichtig meines Erachtens. Wir leben im sogenannten Wertewesten. Du hast es ja auch schon deutlich ausgedrückt. Wir stehen für Freiheit und Demokratie, die wir komischerweise immer in andere Länder bomben und das ist irgendwie, passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Mich stört auch so ein bisschen, dass natürlich das nicht nur in Serbien eingesetzt wurde, das Depleted Uranium. Wir sehen es bei sehr vielen Angriffen der NATO oder eben, ja, wir wissen, wer die NATO im Hauptsächlichen finanziert. Wir wissen, dass auch das Zeug woanders schon eingesetzt wurde und dass die Methodik, dass man hier Gifte ausstreut, auch schon im Vietnamkrieg benutzt wurde. Dort wurde Agent Orange gestreut, ein Entlaubungsmittel, was von der Firma Monsanto ebenfalls auch sehr giftig und ist bis heute dort ebenfalls in den Böden. Die Bevölkerung wird durch Missbildungen weiterhin gestraft. Also dieselben Entwicklungen, ich spreche nur, dass die Methode wirklich menschenverachtend ist, die hier eingesetzt wird. Und das Muster, was hier entsteht, wie gesagt, die USA ist Hauptfinanzier der NATO, dem größten Militärbündnis der Welt.
was offenkundig nicht für Diplomatie steht. Wir haben es am Beispiel Stoltenberg versus Putin, ja, Putin ja schon gesehen. Und wir können dementsprechend nicht die Guten sein, wenn auch wir mit diesem Land hier Teil des größten Militärbündnisses der Welt ist, was mittlerweile eigentlich keine Legitimation mehr hat seit dem Wegfall des Warschauer Pakts. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen. Meines Erachtens, und das wäre jetzt meine Frage, ich bin ein Freund von gewisser Radikalität. Ich bin eben für radikalen Humanismus und radikalen Frieden. Und dementsprechend würde ich auch gerne die Forderung erheben, dass wir auch raus aus der NATO müssen, genau aus diesen Gründen, die wir hier schon sehen. Sie hat eigentlich keine Legitimation mehr, es ist eigentlich nur noch ein Angriffsbündnis. Würdest du diese These teilen? Ja, also wenn ich selber nicht dafür gerade stehen müsste als Bundeskanzler, der so einen Schritt anführt, dann ja. Aber wenn ich es anführen müsste, dann hätte ich Angst, dass es mir ähnlich ginge wie Charles de Gaulle, der nur aus dem militärischen Arm der NATO ausgetreten war und es dann drei Mordanschläge auf ihn gab, in Summe. Also es ist keine so ganz leichte Angelegenheit, die man auf die leichte Schulter nehmen kann. Das ist mal der eine Aspekt. Also das ist so eine Entscheidung findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einem höchst vermienten Raum. Dann der andere Punkt ist der Austritt aus der NATO. Verändert das die NATO? Nein. Während es klar wurde im Jugoslawienkrieg 1999, im Kosovo-Krieg, dass die 60% zivilen Ziele, die bombardiert wurden, hätte jedes einzelne Ziel gestoppt werden können, hätte nicht bombardiert werden müssen, wenn auch nur ein Land von dieser Allianz der 19 gesagt hätte, nein, dieses Ziel bombardiert die NATO nicht. Man hatte da ein Vetorecht und man hat ein Vetorecht bei jeglicher Intervention der NATO. Und es geht jetzt darum, dass man Regierungen aufbaut, die das Rückgrat haben, die roten Linien auch wirklich zu verteidigen, die gesetzt werden müssen. Wenn die NATO wirklich nur ein Verteidigungsbündnis geblieben wäre, dann hätte sie natürlich einen Bruchteil des Budgets nur gebraucht, weil es gab faktisch keine Bedrohungen in den letzten Jahrzehnten, die den Westen irgendwie hätten, ja, an den Rande einer Existenzkrise bringen können. Die gab es einfach nicht. Man müsste die roten Linien verteidigen, dass eine NATO wirklich keinerlei völkerrechtswidrigen militärischen Interventionen durchführt, rein sich auf den Verteidigungsaspekt konzentriert. Genauso wie es auch für die Bundeswehr im Grundgesetz festgeschrieben ist. Und dann wäre die NATO unproblematisch. Aber genau das ist der Punkt, dass die NATO eben einfach gemacht wurde zu einem Instrument des US-amerikanischen Imperialismus und sich die ganzen Europäer niemals gefragt haben, ob dieses Narrativ denn tatsächlich stimmt, dass sie unter nur dank dieses amerikanischen Nuklearschirms überhaupt in Sicherheit und Freiheit bleiben konnten. Das ist ein Narrativ, was einfach nicht hinterfragt wurde. Und es ist auch ein Narrativ, was nicht hinterfragt wurde, ob denn dieses Sicherheitsbündnis in Anführungsstrichen der NATO wirklich für unsere Sicherheit gesorgt hat oder nicht vielmehr Unsicherheit geschaffen hat. Und das ist auch eine Debatte, die ich innerhalb der AfD mit anstoße. Da bin ich nicht alleine. Da gibt es viele, die das ähnlich kritisch sehen, die sagen, wir müssen diese Narrative hinterfragen, wenn wir zu einem zukunftsfähigen Sicherheitsbündnis kommen wollen. Und dieses zukunftsfähige Sicherheitsbündnis, das baut und fußt vor allem darauf, dass geschaut wird, wo sind unsere heutigen aktuellen großen Gegner? Die wurden ja erst dazu gemacht. Russland wurde ja erst zum großen Gegenspieler gemacht. Wie lassen sich auf politischem Wege diese Spannungen entschärfen, diese Gegnerschaft vielleicht sogar in eine Win-Win-Partnerschaft überführen. Und dann schauen wir, was bleibt noch übrig an Verteidigungsbedarf? Was ist überhaupt die Sicherheitsbedrohung heute in 10, in 20, in 50 Jahren?
Das sind ja nicht unbedingt immer die großen nationalen Armeen, die irgendwo vor unseren Grenzen stehen, sondern es können ja auch Sicherheitsgefahren im Inneren sein, die man sich zum Beispiel dadurch ins Land geholt hat, dass die NATO unsere Nachbarschaft im Süden und Osten Europas zerschossen hat, destabilisiert hat und dadurch gigantische Migrationsströme nach Europa geflossen sind, die Europa kulturell heterogenisiert haben, wirtschaftlich, sozial destabilisiert haben, sodass da vielleicht Sicherheitsrisiken erwachsen, die sich mit irgendwelchen AWACS-Flugzeugen, Langstreckenraketen, Panzerdivisionen überhaupt nicht angehen lassen, sondern wo man eine ganz andere Sicherheitsdefinition zuerst mal aufstellen muss und dann auch eine ganz andere Antwort geben muss. Und genau das ist der Punkt. Es ist eben deutlich komplexer, die Frage, wie können wir Frieden sichern? Raus aus der NATO ist eine schöne plakative Antwort, aber A, wer macht's? B, was bringt's, wenn die NATO weiterhin wütet ohne unser Gegengewicht, was wir natürlich zuerst mal bilden müssen? Und C, was sind dann die Antworten? Also wir brauchen gleich das Zukunftskonzept mit. Wir können nicht nur irgendwas abreißen, ohne zu wissen, was wir da Neues aufbauen. Also ich fasse mal zusammen, lieber Rainer, weil es wird ja auch immer gesagt, ja Moment, die AfD, die will ja nicht aus der NATO raus, also die ist ja für die NATO, aber das stimmt so nicht. Das wird innerhalb eurer Fraktion, wird das schon, wie soll ich sagen, diskutiert, ja. Und da versucht man natürlich auch den optimalsten Weg zu finden und das ist ja auch eine Art Prozess. Ja, das heißt, da kann man nicht von jetzt auf gleich sagen, so und so ist es, sondern es ist ein Wahrheitsfindungsprozess, ja, und den seid ihr gerade am gehen. Ich würde gerne ein paar Kommentare vorlesen, und zwar, ich fange mal an, auf dem Bewegtwas-D-Live-Kanal, da schreibt Gimo, da hatten wir es noch von Serbien, der hat geschrieben: Habe ich bezüglich Serbien nicht gewusst, was wir heute ja an Infos rausgehauen haben. Eigentlich ähnlich wie die US-Unterstützung für Bin Laden in Afghanistan. Schon wieder ein Muster. Und dann schreibt Chimo noch viel weiter unten: Ich war 4 Jahre US-Soldat, habe einen höheren Chef einer Rüstungsfirma kennengelernt. Kein Herz, keine Seele, nur böse, dieser Mann. Da kann man auch sehen, es geht ja ums Geschäft, da muss man die Emotionen ausschalten. Und dann habe ich aus dem YouTube-Live-Chat, möchte ich auch noch ein paar Sachen vorlesen. Und zwar haben wir einmal Grümnasch Lena, nee, Quatsch, weiter unten war das. Doch, Herr Dr. Rotfuß, Sie sind großartig. Danke von Herzen für Ihr Engagement. Also zunächst einmal ein Lob. Und dann habe ich noch eine Frage von dem User, das Bier in der Hand. So heißt er, der fragte, Frage an Dr. Rainer Rotfuß. Gerhard Schröder hat zugegeben, dass er gegen das Völkerrecht verstoßen hat. Das hat er ja, haben wir ja auch auf Video auf Beweis. Warum wurde er bis zum heutigen Tag nicht in Haftung genommen? Bitte an Herr Rotfuß weiterleiten. Was ist da deine Meinung dazu? Ja, Schröder hat ja nur in Auftrag der US-Interessen gehandelt und von daher genießt er natürlich eine unausgesprochene Immunität. Es gibt keine Strafgerichtshöfe, Institutionen, die quasi über den geopolitischen Kräfteverhältnissen der Welt stehen. Das sind Institutionen, die vom Westen konzipiert wurden, vom Westen instrumentalisiert und genutzt wurden und die natürlich nicht die eigenen Leute ans Messer liefern werden, die die eigene Agenda durchfechten. Da kommen normalerweise nur irgendwelche vom Westen ausgemachte angebliche Kriegsverbrecher oder machtlose afrikanische Diktatoren ans Messer, aber natürlich nicht die westlichen Herrscher. Das zeigt aber auch gleich natürlich insgesamt zusammenfassend eine Problematik. Je mehr die übrige Welt dieses doppelbödige Handeln des Westens versteht, desto weniger Glaubwürdigkeit besitzt der Westen in der Welt, desto weniger Soft Power. Also sprich, Attraktivität besitzt der Westen auch.
als Führungsnation, als Führungs, ja, Gruppe für die restliche Welt. Und das ist momentan der Prozess, der sich abspielt, dass ein Abfallen vom Westen, ein sich Zuwenden zu BRICS stattfindet, was die globale geopolitische Landschaft komplett umkehren wird. Also der Prozess, Übergang von einer unipolaren zu einer zunächst gespaltenen Welt, ein Westblock, der sich abkapselt von Russland, ganz klar zu sehen, von China, aber auch zunehmend, um eben sein Überleben als vorherrschender Treiber geopolitischer Entscheidungen abzusichern. Nicht erkennend aber, dass das BRICS-Bündnis letztendlich schon die Oberhand gewonnen hat. Das ist ein Prozess, der wird einige Jahre dauern, aber das ist ein Übergang weg von einer Führungsriege, die quasi das Vertrauen verspielt hat, hin zu einer neuen Führungsriege, die eben mehr Glaubwürdigkeit besitzt. Auch wenn es in unseren Medien und in unseren von westlicher Propaganda verstrahlten Ohren schrill klingen mag, aber Russland unter Putin besitzt in weiten Teilen Afrikas deutlich mehr Glaubwürdigkeit als die EU. Und die Wahrscheinlich, weil sie das machen, was sie sagen, ja, und die Leute in Afrika sich auf das verlassen können, was die Russen sagen. Und wenn die dann hören von der EU, die haben das und das gesagt, ah ja, auf die können wir uns eh nicht verlassen, dann glauben wir einfach nicht mehr dran. Fertig. Genau, und im Westbündnis war letztendlich immer die EU, waren die Europäer, die Soft Power hatten, die USA, die Hard Power hatten, also die militärische Macht. Und auch die EU, die Europäer haben weitgehend ihre Glaubwürdigkeit verloren, vor allem auch im Israel-Gaza-Konflikt. Und dieser Prozess wird fortschreiten, dass westliche Armeen auch aus Afrika rausgeworfen werden, dass Militärkooperation mit Russland eingegangen wird, Wagner-Truppen eingeladen werden, um den islamistischen Terror zu besiegen, der vom Westen direkt oder indirekt befeuert worden war, zumindest nicht konsequent bekämpft worden war. Also es ist eine tatsächliche Umbruchphase. Und das rührt daher, dass eben die Glaubwürdigkeit des Westens verspielt wurde, angefangen eben mit solchen Geschichten wie Schröder bricht offen das Völkerrecht, kann es auch noch eingestehen vor laufender Kamera, er weiß, es hat keine Konsequenzen. Das gleiche bei Tony Blair, bei George W. Bush, bei Bill Clinton, bei all diesen Figuren. Ja, lieber Rainer, jetzt haben wir schon 1,5 Stunden fast rum, dauert nicht mehr lang und wir hatten uns 1,5 Stunden gegeben. Wir haben noch so viele Fragen, aber das war mir ganz wichtig. Ich hätte nämlich noch eine Frage aus dem Facebook-Chat, weil das ist, glaube ich, auch das Attraktive, weil wir einen Livestream machen, dass die Leute live Fragen stellen können. Und ich finde es das toll, dass du spontan genug bist. Und zwar Mart Bulent, der schreibt hier, was das Depleted Uranium betrifft, also kostenlos Atommüll entsorgen. Ist das eine Art Geschäftsmodell, dass man seinen Atommüll durch solche Kriege kostenlos entsorgen kann? Das ist eben die Vermutung, weil es militärisch überhaupt keinen Sinn machte, dieser Einsatz. Und ja, das zeigt, wie menschenverachtend diese ganze Geschichte ist. Übergeordnet auch nochmal, ich bin ja auch gerne einer, der seinen Blick so ein bisschen übergeordnet schweifen lässt und du hast ja ebenfalls die Fähigkeit. Also ich sehe diesen uns selber auf so einem kleinen drehenden Ball und der ist blau und der ist wundervoll und da sehen wir uns, sehen wir ganz viele Menschen drauf und eigentlich, wenn man da von oben guckt, sieht man gar nicht diese ganzen künstlichen Linien und fragt sich, warum die alle so irgendwie Ärger miteinander haben und die werden dann irgendwie durch Einstellungen durch menschengemachten Kram, entweder sind es Religion oder Politik oder irgendwelche anderen Sichtweisen, werden sie quasi irgendwie unterschiedlich trainiert und ausgebildet, sozialisiert und ja, bekämpfen sich dann gegenseitig. Gleichzeitig haben wir aber auch ein Wirtschaftssystem, was auf ja, eine gewisse Form von unmittelbaren Wettbewerb direkt eingebaut hat. Also jeder muss am besten jeden irgendwo übervorteilen. Wir sehen auch, dass jeder das auf dem Planeten um die Wette privatisiert wird. Das heißt, die Leute berauben sich ständig gegenseitig und alles Mögliche. Und irgendwo muss das ja
in einem System enden, was eigentlich auf Kampf und Wettbewerb auf allen Ebenen irgendwie funktioniert. Will damit sagen, wir haben eine gewisse Form von Wirtschaftssystem, was eigentlich ja eine Anti-Wirtschaft ist, also genau das Gegenteil von dem, was eigentlich Wirtschaften bedeutet, nämlich intelligentes Ressourcenmanagement, die Verwaltung eines Haushaltes. Und in dieser Anti-Wirtschaft, in der wir gerade leben, da sehen wir eben solche Dinge wie, also ich persönlich, sowas wie Krieg, ja, Armut, Tierleid, Umweltverschmutzung, das sind für mich Symptome aus dieser Anti-Wirtschaft, aus diesem kaputten System, in dem wir leben. Und innerhalb dieses Systems ist Krieg der profitabelste Treiber. Und all das, was wir gerade besprochen haben, das, was danach kommt, diese Depleted Uranium-Geschichte, oder dass man beginnt, vorab zu lügen, das ist alles nur dafür da, um quasi in dem Falle diese Anti-Wirtschaft voranzutreiben, nämlich Ineffizienz zu schaffen, Dinge vorher kaputt zu machen, um sie danach wieder aufbauen zu können. Und das ist meines Erachtens extrem krank. Wir sehen den zweitgrößten Treiber dieses Systems, was wir Wirtschaft nennen, das ist die Pharmaindustrie. Die lebt eben nachweislich von sterbenden und kranken Menschen. Das heißt, je mehr von denen da sind, umso besser für die Pharmaindustrie, umso besser fürs Bruttoinlandsprodukt. Will damit sagen, das System scheint im Arsch zu sein, insgesamt, in dem wir leben. Und wir sollten beginnen, uns diese Systemfrage zu stellen. Und da stelle ich mir auch die Frage, wenn so eine BRICS, wenn jetzt so ein Imperium wie die USA, was als Vorzeigebild des Kapitalismus sozusagen fungiert hat, jetzt quasi dankend untergeht gerade und immer wütender wird und um sich schlägt, weil es untergeht und jetzt sozusagen die BRICS-Staaten nachkommen, die aber im Wesentlichen dasselbe System ja aufrechterhalten, nämlich so eine Art soften, super kunterbunten Neo-Regenbogenfarben-Faschismus. Keine Ahnung, was die da nochmal machen. Also will damit sagen, das System untergeordnet bleibt meines Erachtens ja dasselbe. Die Politiker sind da, Geld ist da, Wettbewerb ist da. Und jetzt die Frage, inwiefern ist denn sowohl du mit der Systemfrage vertraut, als dass das in der AfD übergeordnet mal debattiert wird, in was wir eigentlich, in welchem Wahnsinn wir hier leben. Sind die da bei der AfD schon so weit, dass sich dort auch mit solchen Fragen mal beschäftigt wird? Wir sollten vielleicht aufhören, in Kommoden, in Schubladen zu denken und uns mal fragen, wie die Kommode aussieht. Wie weit ist denn da so das Bewusstsein? Ja, also ich wollte jetzt gerade zuerst mal noch widersprechen, weil du bei einem Punkt, also jetzt gerade bei dem Regenbogen, Gender, Ideologie, Kram etc., die BRICS-Staaten auch in Mithaftung genommen hast. Und das ist genau das Unterscheidungsmerkmal und für mich auch ein Treiber des Hasses, vor allem der Grünen auf Russland, weil Russland ähnlich wie Ungarn nicht nur getrieben letztendlich von den Regierungsspitzen her, sondern gefordert vom Volk, die eigene Kultur wertschätzt, die traditionellen Werte, Familien, Glaube etc. wertschätzt und auch schützt durch entsprechende Gesetze, auch durch entsprechende Programme, Förderprogramme etc. Und das ist genau der Punkt. Wir erkennen, dass diese Art von, ich sage jetzt mal, Regenbogenfaschismus, das ist ja eine Art von Gleichschaltung, also die Logos unterscheiden sich ja kaum mehr, weil immer ist der Regenbogen im Hintergrund und BlackRock stellt die Anforderungen, was zu erfüllen ist, damit es weitere Kapitalspritzen gibt. Das ist ja letztendlich eine skurrile Blüte, die eben der von westlichen Akteuren getriebene Globalismus zeigt. Und es gibt natürlich auch einen Globalismus der Chinesen, der BRICS-Staaten etc. Das möchte ich damit nicht jetzt von der Hand weisen. Aber diese Art des Woken-Globalismus, den weisen die meisten Kulturen der Welt zurück. Und deswegen kam es auch schon zu Kirchenspaltungen zwischen der anglikanischen Kirche in England und der in Afrika zum Beispiel, die einfach sagen, tut uns leid, wir steigen hier aus, was ihr macht, ist absolut unbiblisch. Und da muss ich sagen, erkennen wir dann auch als Alternative für Deutschland, dass wir zwar innerhalb Deutschlands der Prügelknabe der Nation sind, aber wenn wir in andere Länder fahren, auch mit Vertretern anderer Kulturen sprechen, sei es in China, sei es in Afrika, sei es in Russland, Serbien, in Japan,
dann treffen wir auf unglaublich viel Verständnis für unsere Positionen, weil wir einfach diese woke Wende im Geiste niemals mitgemacht haben. Wir sind einfach bei den klassischen vernünftigen Werten, beim Hausverstand, beim gesunden Menschenverstand geblieben und lassen uns davon auch nicht abbringen. Und damit sind wir extrem anschlussfähig international, obwohl man uns ja eigentlich als gefährliche Nationalisten bezeichnet. Aber das ist also ein Treppenwitz der Geschichte, dass im Grunde genommen die aktuell in der Kontrolle befindlichen Kräfte, die den Westen treiben, dass die die Isolationisten sind, dass die die sind, die sich eigentlich von der Welt abspalten und die angeblichen gefährlichen Rechtspopulisten sind die, die eigentlich ein weltanschlussfähiges Modell wollen, nämlich, dass die Nation erhalten bleibt, dass sie auch mit Grenzen geschützt wird, dass sie auch noch eine Zukunft hat, die Kultur, dass die Familien gefördert werden, damit es auch fröhlich viele Kinder gibt und das Volk weiter bestehen kann. Das ist ein ganz normales Anliegen eines jeden gesunden Volkes, dass es weiter bestehen will, seine Kultur erhalten will, seine Kultur schätzt, im Austausch mit anderen, die man natürlich auch wertschätzt, und dass man auch die Demokratie erhält. Dafür braucht es den Nationalstaat. Was kann der Bürger noch entscheiden, wenn zentral in Brüssel regiert wird oder global sogar durch die WHO in Genf, WHO-Pandemievertrag? Wir brauchen den Nationalstaat als Handlungs Feld des Bürgers, der sich im Austausch mit seinen Mitbürgern einig wird, so wollen wir leben, das wollen wir nicht, und die Regierung setzt es national um. Wenn der Nationalstaat geschleift wird, und das ist das Programm aller Parteien, wirklich aller, von der Linken bis hin zur CDU, CSU, wenn der Nationalstaat geschleift wird, nicht mehr existiert, und alles in einem europäischen Superstaat entschieden wird oder durch die WHO in Genf, auch da sind sich alle anderen Parteien einig, dann ist es das Ende der Demokratie. Und das ist, denke ich, eine Sache, die in der AfD einfach Mainstream ist, wo es verschiedene Strömungen gibt und wo es Auseinandersetzungen gibt. Das ist zum Beispiel die NATO-Frage. Das ist dann auch die Frage, wie weit muss eine Reform zu setzen? Und es ist aber auch ganz natürlich, dass es da verschiedene Strömungen gibt, verschiedene Erkenntnislevels auch gibt. Man kann das festmachen an der Corona-Thematik. Da waren am Anfang innerhalb der AfD nur wenige Warner, die gesagt haben: Moment, das kannten wir schon, das kennen wir schon, das Muster, Schweinegrippe, Vogelgrippe etc. Die ziehen uns nur ab, die Pharmaindustrie. Und die anderen haben gesagt, nein, nein, wirklich ganz schrecklich, ganz schlimm und Grenzen zu und Lockdown. Und aber dann war die Lernkurve Gott sei Dank steil und die AfD hat dann von den frühen Warnern gelernt und parteiintern hat sich dann der Mainstream durchgesetzt. Oh, wir wurden da wirklich verarscht nach Strich und Faden. Und jetzt sind wir Treiber der Aufklärung. Haben wir dieses Corona-Symposium im Bundestag gehabt, Corona-Untersuchungsausschuss in Hessen und in Brandenburg durchgesetzt. Aber das ist ganz normal, dass die AfD nicht in allen Themen immer schon 100% Erkenntnislevel von vornherein mitbringen kann. Wir sind eine Partei, die aus dem Volk entstanden ist und die das Wissen, die Überzeugungen und auch Streitereien aus dem Volk mitbringt. Und ja, es ist unsere Aufgabe, halt innerparteilich dann auch Lernprozesse anzustoßen und solche Positionen auch zu verteidigen, die vielleicht noch nicht Mainstream sind. Und da habe ich aber immer viel Offenheit erlebt und das war eigentlich auch meine Erwartung, bevor ich eingetreten bin. 2018 habe ich ja gesagt, die dritte Friedensfahrt und ich sehe, hier werden russische Diplomaten ausgewiesen und es geht hin und her und alles wird quasi eingerissen, was wir zart als Pflänzchen aufgebaut hatten. Ich gehe jetzt in die Politik und greife direkt in die Speichen dieses unguten Rates, was immer gegen Frieden und Völkerverständigung dreht. Und ich muss sagen, ja, diese Erwartung wurde erfüllt. Also ich wurde dort wirklich erkannt als Friedensaktivist aufgenommen. Natürlich als jemand, der jetzt nicht nur Aktivist ist, sondern auch geopolitische Sachkenntnis mitbringt. Ich habe ja an der Uni Tübingen in diesem Bereich gelehrt, geforscht etc. Und mir wurde auch schnell vertraut und ich wurde in wichtige
Position gewählt. Also ich bin ja auch erster stellvertretender Landesvorsitzender der AfD Bayern. Ich bin jetzt im Bundestag nachgerückt. Also das heißt, man vertraut auch Leuten, die mit gutem Engagement da reingehen, was bewegen wollen und auch die AfD ein Stück weit von innen reformieren wollen. Das sehe ich auch als meinen Auftrag. Und das muss auch jeder, der in der AfD wirklich das Beste will, der muss immer natürlich die Überzeugung haben, ich möchte da noch was bewegen, ich möchte es noch weitertragen, ich möchte, dass diese politische Bewegung so ehrlich und so gut wird, wie ich sie mir wünsche. Und dann kann ich nicht nur von außen schimpfen und sagen, ja, die werden doch eh alle gleich enden dann wie alle anderen Parteien und so. Nein, ich muss selber reingehen und muss meine Kompetenz und meine Kraft, meine Energie mit einbringen. Das habe ich getan. Und klar, da gibt es immer mal wieder dann die eine oder andere Grenze, auch Enttäuschung, sonst was, menschliche Art. Aber das darf er nicht davon abbringen, weiterzukämpfen. Und also ich bin der Überzeugung, wir können, wenn wir noch wirklich stark wachsen, gegen dieses massive Trommelfeuer, das ist ja wie ein Beschuss mit abgereicherter Uranmunition, was wir so in der Gesellschaft erleben. Es ist toxisch, wir werden mit wirklich toxischen Geschossen beschossen, weil wenn man auf die Straße geht, dann heißt, was, du bist bei der AfD? Oh. Und dann fällt den Leuten erstmal die Kinnlade runter. Es ist schon besser geworden. Viele verstehen uns seit der Corona-Krise. Aber es ist wirklich, es ist ein Kampf. Und wenn wir Deutsche zu bequem sind oder zu pessimistisch sind oder sonst was, dann ist der Kampf schon verloren. Deswegen ist mein Credo mitten rein, also zumindest wer sich für Politik interessiert, andere engagieren sich im Bereich der Medien, Alternativmedien, wie ihr das macht. Wieder andere engagieren sich im alternativen Wirtschaften. Da hat jeder natürlich seine Aufgabe, aber es sind noch viel, viel zu wenige, die wirklich aufstehen. Wir sind noch viel zu sehr digitale Tastaturhelden, die überall teilen und die Überzeugungen innerhalb der Blase uns gegenseitig bestätigen. Wir müssen raus, wir müssen was verändern. Also wie nach dem Motto der Friedensfahrten oder eben in die Parlamente rein und wirklich Politik mitgestalten und ja, die Medienphalanx aufbrechen und was auch immer, aber wir müssen etwas tun. Und dann glaube ich, egal wie schlecht es in Deutschland schon steht, also die Analyse ist ja weitgehend vernichtend, ich glaube, dass wir trotzdem noch eine ziemliche Wende hinbekommen können. Die Deutschen waren schon öfters für auch positive Wunder gut, also lasst uns daran glauben, lasst uns daran arbeiten. Da hört man den Macher raus, ja. Und ich falle jetzt ein bisschen ins Wort, weil der Frankie nämlich dem brennt es unter den Fingernägeln. Der hat was ganz Wichtiges. Frankie, bitte. So wichtig war es jetzt auch nicht. Du hättest mal mir nicht ins Wort fallen müssen. Also pass auf. Nee, mir ging es einfach nur nochmal. Danke für die Klarstellung auch nochmal, weil ich hätte das Wort Regenbogen jetzt im Kontext zu den BRICS-Staaten überhaupt nicht nennen sollen. Das war jetzt ein Verbabbler von mir, leicht. Also danke nochmal darüber. Das ist mir schon klar. Mir ging es nur nochmal mit der Frage darum, dass die Art des Wirtschaftens, wie wir hier auf dem Planeten uns verwalten, offenbar nicht so im nachhaltigsten Sinne ist, im wirklich lebenswerten Sinne. Und dass ich dann eben so die Bedenken äußere, dass im Endeffekt, wenn die BRICS-Staaten jetzt kommen, eigentlich alles irgendwo nur in einer gewissen Form von neuem Gewand kommt. Das meinte ich damit, dass irgendwie alles ein bisschen bunter, neonfarbener vielleicht irgendwie daherkommt. Ich sehe aber auch in der Theorie, dass sich die BRICS-Staaten dort auf die UN-Menschenrechtscharta irgendwo geeinigt haben und dass die Prinzipien der gegenseitigen Nichteinmischung zumindest auch hochhalten, was ich eben in der alten Denkweise, wie man es jetzt mal so nennen kann, ebenfalls weniger sehe. Das ist ein Aspekt, wo ich sage, okay, das ist eine gewisse Form von neuer Herangehensweise schon mal im politischen Kontext, aber wie gesagt, der wirtschaftliche Unterboden, da sehe ich zwischen Arm und Reich oder ich sehe wieder Superreiche in gewisser Form, ich sehe eine gewisse Form von Oligarchen, Korruption ist noch nicht hundertprozentig ausgemerzt und die Belange der Umwelt. Es ist nach wie vor profitabler sein Altöl irgendwie im Boden zu entsorgen, anstatt es eben kostenpflichtig abgeben zu wollen. Also die Prinzipien der kapitalistischen Denkstruktur, das Darf ich ja steht. ganz kurz dazwischen Gerne. grätschen, weil auch da muss man sagen, man kann im Rahmen des vorherrschenden Systems schon sehr viel besser machen. Das hat auch China vorgemacht. Die sind jetzt nicht unbedingt das Vorbild für die westliche Welt, dass wir genauso unsere Gesellschaft und Wirtschaft organisieren sollten. Aber Bekämpfung der Armut hattest du ja gerade genannt. Das kann funktionieren auch in so einem System wie
China. Es könnte auch in unserem System funktionieren, wenn es gewollt wäre. Aber weil die armen Menschen meistens keine besondere Lobby haben, funktioniert es eben im Wertewesten zumindest immer weniger. Und es gibt immer mehr Armut, ein Aufklaffen der Schere zwischen Arm und Reich, während China es vorgemacht hat. Und bis 2020 ungefähr es geschafft hat, die absolute Armut im Land komplett auszurotten. Und die kamen von einer Armut, die circa 600 bis 800 Millionen Menschen umfasst hatte, noch 30, 40 Jahre zuvor. Also das heißt, man kann auch im bestehenden System, man kann sich nicht entschuldigen, naja, also solange das System nicht komplett reformiert ist und es keinen Zinseszins mehr gibt, etc., ist sowieso alles für die Katz. Nee, mit gutem Willen, intelligenter und ehrlicher Politik könnte man schon deutlich mehr machen. Und da ist meine Hoffnung schon, dass die BRICS-Staaten andere ethische Standards ansetzen. Auch China als Akteur in der Welt mit dem One Belt, One Road Projekt, also Neue Seidenstraße auch genannt. Die sind ein großer Kreditgeber auch in Afrika. Das sind teilweise weiße Elefanten, diese Projekte, aber doch oft sehr stark orientiert auch im Entwicklungsinteresse, am Entwicklungsnutzen dieser Länder. Und dann heißt, ja, da treiben sie dann jetzt die ganzen armen Staaten Afrikas in die Schuldenfalle. Ja, das hat der Westen gemacht über Jahrzehnte hinweg. John Perkins, Economic Hitman, mal lesen. Aber China zum Beispiel hat laut einem BBC-Bericht von vor circa 2, 3 Jahren noch nie wirklich die Assets übernommen, die sie mitfinanziert haben. Wenn, dann haben sie noch mal Geld nachgeschossen, haben vielleicht irgendwo anders noch Anteile übernommen an Häfen oder so, um die Regierung wieder weiter zu finanzieren, wenn sie in die Bredouille geraten ist. Aber die führen eben keinen Eroberungsfeldzug in diesen Ländern, sondern bauen ihr Netzwerk aus und davon profitieren dann auch die anderen Länder und die merken das und kooperieren verstärkt mit China. Mittlerweile 149 Länder des Globus im Rahmen der Neuen Seidenstraße. Das wurde dann zerschossen im Ukraine-Krieg. Die ganzen Eisenbahntrassen, die eigentlich Europa über Russland erreicht hatten, sind jetzt inaktiv. Also das heißt, ich habe da schon Hoffnungen, dass was Neues schon im Entstehen ist. Das ist nicht gleich zack, die Fee schnipst und alles ist neu und gut, aber es sind neue Kräfte, die mit einem neuen Ethos rangehen an die Weltentwicklung und die was verändern werden. Und deswegen habe ich da schon gewisse Hoffnungen, wenngleich man natürlich immer kritisch bleiben muss und sehen muss, klar, Digitalwährung, alles Mögliche läuft in China auch, läuft vor allem in China. Die Frage ist aber natürlich, wie immer und überall setze ich ein Messer eben ein zum Tomatenschneiden oder zum Menschen ermorden. Und diese Frage, die müssen wir natürlich immer kritisch beäugen, auch wenn die BRICS zunehmenden Einfluss gewinnen. Da danke ich dir auch nochmal für diese Erläuterung. Damit hast du vollkommen recht. Und dann sollten wir auch dementsprechend, wenn die Armut dort schon abgeschafft wurde, bei diesem 1,4 Milliarden Staat, dass dann wir vielleicht die Entwicklungshilfe in diese Richtung auch einstellen, meines Erachtens, sollte eine Überlegung wert sein. Ich möchte aber nochmal dafür danken, dass du uns so einen authentischen Einblick in die AfD selber auch nochmal gegeben hast. Das ist nochmal für mich persönlich sehr wichtig und oft denk ich auch für die Zuschauer, denn Vorurteile kann man eben auch damit eliminieren, indem man quasi sich einfach mal beschäftigt mit einer Sache und seine eigene Ignoranz abbaut. Will damit sagen, man muss einfach mal mit den Menschen sprechen und dann fällt einem auf, du hast ja auch gerade gesagt, dass auch innerhalb der AfD sich Positionen geändert haben. Das ist quasi etwas Organisches. Du kriegst es ja direkt live mit und da ist quasi in deiner Perspektive eine Lernkurve entstanden, auch ab dem C-Wahnsinn sozusagen. Danke nochmal für diese Einsicht, dass man das auch mal lernen darf. Ja, dass sich quasi die Leute einfach damit beschäftigt haben und auch Muster erkannt haben und dann eben festgestellt haben, okay, lass uns nicht mehr von der Angst leiten und offenbar scheinen wir hier einer Täuschung, einer Illusion und einer Lüge aufzuliegen und wir müssen jetzt mal mehr hinterfragen lernen und die Angst mal ein bisschen zur Seite schieben. Also das wollte ich auch nochmal erwähnt haben, dass ich dir danke dafür, dass du uns da einen coolen Einblick geliefert hast. Gerne. Ja, lieber Rainer, anderthalb Stunden hatten wir geplant. Wir haben jetzt fast 2 Stunden und wir haben den ersten Absatz von 3 Seiten durch.
Ich würde jetzt mit deiner Erlaubnis die restlichen 3 oder 2,5 Seiten auf 3 Fragen zusammenfassen, damit wir in den nächsten 5 bis 10 Minuten durch wären. Wäre das okay? Aber das schreit natürlich nach einer Fortsetzung. Muss ich Definitiv. dazu sagen. Also fangen wir an. Und zwar, du bist ja seit März letzten Jahres, bist du ja jetzt auch Mitglied des Bundestages als Parlamentarier. Ja, was waren denn deine ersten Eindrücke, als du auf einmal ins Parlament einberufen wurdest, also plötzlich im Bundestag drin warst? Du nimmst das ja als Parlamentarier dann auch ganz anders wahr wie ein Normalbürger, der das nur aus dem Fernsehen kennt, wenn man Phoenix anmacht oder so. Ja, gab es da so richtig krasse Momente, wo du gesagt hast, wow, wie läuft denn das hier? Ja, kannst du da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Naja, im Grunde genommen war ich natürlich vorher schon bestens informiert, wie es läuft im Bundestag und was die Spielregeln sind, wie die Theaterrollen verteilt sind, sage ich jetzt mal bewusst, weil so kommt es einem wirklich vor, wenn man im Plenum sitzt und dann diese ewigen sinnlosen Streitereien sich anhört, dieses Verweigern auch von Zuhören, von Lernen, von aus These und Antithese eine Synthese bilden, also da hat mich nichts groß überrascht und das war immer meine feste Überzeugung, wenn ich in den Bundestag komme, dann muss ich die alternativen Mittel, würde ich mal sagen, nutzen, um wirklich wirksam zu werden. Und das habe ich dann auch sofort in der ersten Woche mit meinem Team so ausgeheckt. Wir haben gesagt, lasst uns ein Corona-Symposium machen. Und dann habe ich Martin Sichert, unseren gesundheitspolitischen Sprecher, angesprochen. Und er war gleich mit an Bord. Dann haben wir dieses riesige Ding gewuppt Mitte November. Jetzt übrigens wird Mitte April das Ganze nach Wien getragen. Dort wird Herbert Kickl höchstpersönlich sogar dann das österreichische Corona-Symposium durchziehen. Also sowas anzustoßen, das hat mir dann Genugtuung verschafft. Da habe ich gesehen, wow, ich kann wirklich was bewegen, ich kann wirklich was verändern. Dann auch das Serbien-Symposium, was mir sehr am Herzen lag, weil schon 2019 hatte ich gesagt, zum 25. Jahrestag mache ich wieder eine Friedensfahrt nach Serbien. Jetzt habe ich es als Bundestagsabgeordneter gemacht. Aber dieses Symposium dann vorab auch in den Bundestag bringen zu können, das war auch für mich eine große Genugtuung, weil im Bundestag war das entschieden worden, gegen das Völkerrecht zu verstoßen und diese Bombardements mit deutschen Tornados mitzutragen. Und jetzt konnte ich quasi den Unterschied machen und dieses Symposium in den Bundestag bringen. Das fand ich auch wieder einfach wunderbar. Also von daher, ich mache jenseits der Ausschussarbeit, der Plenarreden etc. eigentlich die wichtigere Arbeit, dass ich mich um solche Themen kümmere. Und wenn die Fraktion da jetzt vielleicht nicht so ganz versteht, was der Sinn und Zweck des Ganzen ist, bei Corona haben sie es durchaus verstanden, das Ganze auch finanziert, beim Serbien-Symposium haben sie es nicht finanziert, haben es nicht unterstützt. Dann habe ich gesagt, okay, nehme ich mein eigenes Geld, mache es trotzdem und habe trotzdem internationales, gut besetztes, mit 10 verschiedenen Medien doch gut besuchtes Symposium hinbekommen. Also man darf sich einfach nie frustrieren, nie ausbremsen lassen. Was man machen will, muss man einfach machen, egal ob das die Leute gut finden, ob es unterstützt wird oder nicht. Und so denke ich, dass ich im Bundestag schon in einem Jahr recht viel bewegen konnte und bin wirklich total glücklich, bin auch nicht enttäuscht, weil man ja schon vorher wusste, was die Beschränkungen des ganzen Ladens auch sind. Auch Dinge wie jetzt Fraktionszwang etc. Ist kein Problem in meiner Wahrnehmung innerhalb der AfD, weil bei wichtigen Entscheidungen kann man mitdiskutieren und kann auch das Fraktionsvotum wirklich zum Kippen bringen. Man stimmt es ja vorher ab im Idealfall und kann auch durch Argumentation die ganze Fraktion vielleicht in eine andere Richtung lenken. Also da habe ich auch schon hoffnungsvolle Ansätze erlebt. Und wenn man Da hätte ich eine Zwischenfrage, Rainer. ja. Gibt es Sanktionen, wenn Sanktionszwang bei einem Entscheidungsthema und du sagst als Parlamentarier, nö, ist überhaupt nicht mein Ding, stimme ich dagegen, kommt dann da irgendwas auf dich Nein, zu? gibt es definitiv nicht innerhalb der AfD. Ich meine, wenn man jetzt natürlich völlig böswillig gegen Fraktionsvorsitzende
Entscheidungen stimmen würde, dann kann das sein. Aber wenn man anders abstimmt bei der namentlichen Abstimmung, nur dann merkt man ja, wer wie abgestimmt hat. Dann gibt es da keinerlei Nachfragen. Ja, warum hast du jetzt so oder so abgestimmt? Es wird erwünscht, dass man, wenn man im Dissens steht, zu einer Fraktionsempfehlung, also bei uns heißt es nicht Fraktionszwang, sondern das ist eine Empfehlung, wie man abstimmen sollte, dann wird eigentlich gewünscht, dass man das vorher in der Fraktionssitzung auch äußert, also dass man quasi die anderen auch teilhaben lässt an der eigenen Überzeugung, warum man anders abstimmt. Aber wenn da jetzt keine Zeit mehr ist, weil zum Beispiel ganz kurzfristig eine Abstimmung angesetzt wird, und man stimmt anders ab, dann wird das einfach zur Kenntnis genommen. Und weil man weiß, der Abgeordnete ist natürlich frei und er ist qua Gesetz auch nur seinem Gewissen verpflichtet. Aber ich weiß von anderen Fraktionen, dass es so ist. Willi Wimmer hat es selbst geschildert, Erika Steinbach zum Beispiel auch. Die wurden innerhalb ihrer CDU-CSU-Fraktion komplett kaltgestellt, als sie halt gewisse Dinge systematisch dann hinterfragt haben, gewarnt haben, da nicht mehr konform gegangen sind, dann wurden denen einfach keinerlei Reden mehr zugestanden im Bundestag. Die wurden richtig kaltgestellt. Und das gibt es bei uns so in der Form definitiv nicht. Man ist eher froh in den meisten Fällen, dass es eine Fraktionsempfehlung gibt, weil es sind so unglaublich viele Themen, die zu entscheiden sind. Man kann nicht in jedem Thema sich genau reinlesen, was besagt jetzt der Antrag gerade der Gegenseite, die zur Abstimmung steht. Man kann nicht jeden eigenen Antrag der eigenen Fraktion bis ins Detail kennen. Das ist einfach zu komplex, zu viel Zeugs. Und dann ist man auch froh, dass man eine Empfehlung hat. Und das Grundvertrauen der AfD ist ja bei mir da und ist auch, denke ich, bei den kritischen Bürgern mittlerweile da, dass man versucht, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn es dann manchmal aussieht wie, was, wie konnten die jetzt zum Beispiel ablehnen, dass die CDU die Agrardieselrückerstattung wieder einsetzen will oder schützen will, wie kann das die AfD ablehnen? Ja, dann muss man genauer reinschauen in den CDU-Antrag und dann findet man zum Beispiel, aha, da war ein Riesenpaket von gentechnisch veränderte Nahrungsmittel sollen erleichtert angebaut und zugelassen werden mit drin. Oder irgendwelche anderen Dinge, die man absolut nicht mittragen konnte. Aber dieses Grundvertrauen, das muss man als Abgeordneter mitbringen gegenüber seiner eigenen Fraktion, sonst ist man in der falschen Partei. Und muss dann auch darauf vertrauen, dass die Fachkollegen, die eben in den entsprechenden Ausschüssen sitzen, sich damit eingehend beschäftigt haben, das auch richtig entschieden haben. Aber gerade in Verteidigungssachen merke ich doch auch immer wieder, dass bei der AfD-Fraktion ein bisschen die Neigung da ist, zu sehr dem allgemeinen, ja, NATO-nahen Narrativ zu folgen. Und da haben wir noch Lernbedarf, würde ich sagen. Das ist jetzt was auch überhaupt nicht schlimm ist innerhalb einer Partei. Man kann nicht überall in allen Bereichen perfekt sein. Da haben wir noch einen gewissen Lernbedarf. Und ich habe zum Beispiel bei dem Einsatz der Fregatte Hessen im Roten Meer nicht zustimmen können. Ich habe mich dann enthalten, um zumindest die Empfehlung jetzt nicht mit Bausch und Bogen zu verwerfen, beziehungsweise da ganz dagegen zu schießen. Aber warum muss die Fregatte Hessen ins Rote Meer und Einsatzgebiet Iran ist gleichzeitig auch noch damit genehmigt worden? Für was bitte? Da sind die Houthi-Rebellen nicht. Und wenn zuvor noch gar nicht das Primat der Politik ausgeschöpft worden war, es gab keine Analyse der Lage und wie politisch vielleicht gegengesteuert werden könnte gegen dieses Problem. Man hat gleich die Fregatte Hessen entsandt. Und da habe ich gesagt, nee, das ist eigentlich nicht AfD-Linie, dass wir da gleich eine Fregatte entsenden. Das war eine Entscheidung, wo die AfD halt staatstragend dastehen wollte. Wir stimmen jetzt mal mit allen anderen Parteien und so nach dem Motto, wir sind staatstragend und habt uns doch auch mal lieb, so ein Stück weit. Aber das war für mich eigentlich die falsche Entscheidung. Ich habe dann zumindest mich enthalten, weil ich die Fraktion nicht brüskieren wollte. Aber es haben andere dagegen gestimmt und Tino Chrupalla zum Beispiel hatte zuerst zugestimmt und hat dann sein Votum nochmal abändern lassen in Enthaltung. Das Das kann ist man übrigens auch bei der namentlichen Abstimmung, kann da angeben, versehentlich falsch abgestimmt und kann das nochmal revidieren. oh, Das habe ich okay. da auch erst dazugelernt.
Das erinnert mich so ein kleines bisschen, was du gerade eben angesprochen hast, was den Einsatz der Fregatte Hessen betrifft. Erinnert mich das so ein bisschen an die SPD vorm Ersten Weltkrieg, die gesagt hat, ja, und wir sind auch keine vaterlandslosen Verräter, wir stimmen jetzt den Kriegskrediten zu. Und dann hat es in die Katastrophe geführt, ja? Sozialer Druck ist auch immer ein Faktor im Politischen, ein ganz wichtiger. Ja. Lieber Rainer, jetzt sind wir schon so weit drüber. Ich lese sie kurz vor. Ich habe noch vier Themen: Terroranschlag in Moskau, Schiffsunglück in Baltimore, iranische Botschaft in Damaskus, der Angriff, ja, und dann der Weg in den Dritten Weltkrieg. Aber das sind so viele Themen und du hast so viel Fachwissen hinten dran. Wir könnten eine eigene Sendung darüber machen. Ich würde mich freuen, wenn wir auf jeden Fall, weil wir hatten es ja eigentlich im Ankündigungstext auch angekündigt, wir reden über Geopolitik, aber es waren so viel interessante Sachen, die du, ich dachte mir so, wir reden über die Friedensfahrt in Serbien, in 10 Minuten, es ist abgehakt, aber es waren so viel interessante Sachen und ich finde, es ist auch nicht nur unhöflich, sondern es ist der ganzen Sache nicht würdig, wenn man das Ganze dann versucht abzuwürgen, Aber ich ja. kann schön drüber galoppieren. Ja gut, dann galoppieren wir drüber. Also, wir hatten einen Terroranschlag in Moskau und Genau, da das glaube ich. Problem an der ganzen Nummer ist, die Terroristen haben überlebt. Das heißt, man kann sie befragen. Ja, Ja. ist anders wie bei allen anderen Terroranschlägen, die wir bisher mitbekommen haben. Ja. Dann haben wir ein Schiffsunglück in Baltimore, wo man nicht weiß, war das ein Unglück oder war das eventuell was anderes. Und wir haben einen Angriff von angeblich einen israelischen Angriff. Ob es das genau ist, wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, die Botschaft des Iran im Damaskus liegt in Schutt und Asche. Und meine Frage ist jetzt, wenn man alle drei Sachen zusammennimmt, man stellt sich vor, alle drei Sachen einzeln eskalieren immer weiter, stehen wir wirklich vor einem dritten Weltkrieg? Wird hier gezündelt bis auf Teufel komm raus? Ja, es ist leider Gut, so. kurz und bündig, ja. Oder Ja. willst du noch was dazu Für sagen? einen Dritten Weltkrieg braucht es natürlich auch immer einen Gegner, der darauf einsteigt. Und das ist jetzt eben die große Unbekannte. Aber seitens der USA, Großbritanniens, aber auch Frankreichs, leider auch Deutschlands, sehe ich tatsächlich eine Eskalationsstrategie, die zumindest einen ganz großen Krieg in Kauf nimmt, vielleicht sogar daraufhin spekuliert. Moskau, das Attentat, beweisen wird es nie jemand können, aber für mich sieht es plausibel aus, dass da westliche Geheimdienste dahinter steckten und ukrainische auch, dass quasi die islamistische Karte einfach nur gezogen wurde, weil man halt immer irgendwelche Extremisten braucht, egal ob Rechtsextremisten oder Islamisten, die halt tatsächlich bereit sind, solche Anschläge auch auszuführen. Baltimore, ich würde sagen, nachdem nicht gleich am nächsten Morgen der Pass Putins präsentiert wurde, beziehungsweise die große Medienlawine anlief, Russland war es, halte ich es tatsächlich für einen Unfall, der aber natürlich die amerikanische Wirtschaft und natürlich auch die europäische durch die Exportverknüpfungen hart treffen kann. In den USA ist wohl auch das Problem, dass das eine wichtige Verkehrsader war, die nicht ganz so leicht ersetzt werden kann. Was den Anschlag auf die iranische Botschaft in Damaskus angeht, ja, auch Guido Steinberg, der Mainstream-Islam-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik, sagt, das trägt die israelische Handschrift. Sie haben schon in circa 1000 Luftschlägen gegen Iran und iranische Einrichtungen gebombt in Syrien über Jahre hinweg. Das kann also durchaus sein. Und dass sie sowas tun, ist heftig, denn ein ja, wehrloses Volk im Gazastreifen seiner Wohnstätte durch Bombardements zu berauben, ist eine Sache, aber die Botschaft eines Staates von der Dimension des Iran direkt zu zerstören, das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer.
bricht natürlich auch eklatant das Völkerrecht. Und von daher sieht es so aus, als wäre das einfach so ein fast schon Flehen. Iran, jetzt steigt doch endlich mal drauf ein und eskaliere diesen Krieg. Wie lange wollt ihr noch warten? Und dieses lange Warten, das ist genau diese Unbekannte, die ich anfangs erwähnt hatte. Man braucht einen Gegner in einem Dritten Weltkrieg oder in jedem Krieg. Und wenn der Gegner zu besonnen ist und zu zurückhaltend ist, dann wird das vielleicht nichts. Und das ist meine große Hoffnung. Ich denke, dass sicherlich im Rahmen der BRICS, des BRICS-Bündnisses auch Gespräche im Hintergrund laufen und zur Mäßigung aufgerufen wird seitens Russlands, seitens Chinas, was jetzt die arabische Welt angeht, was den Iran angeht, damit die eben nicht in den Krieg gegen Israel einsteigen. Die Frage ist natürlich immer nur, wie weit wird der Preis nach oben getrieben bei den Provokationen, die gefahren werden. Und ich meine, Uranmunition, schwerste Waffen, irgendwann Taurus etc. an die Ukraine liefern. Das sind alles Provokationen, die sukzessive gesteigert werden. Dann so ein Terroranschlag, wo die Handschrift auch klar ist, ist nochmals eine weitere Provokation. Was kommt als nächstes? Das ist halt immer die Frage. Also was wird noch alles inszeniert, vom Zaun gebrochen? Und da bin ich tatsächlich in Sorge, weil ich sehe, dass dem woken globalistischen Establishment, vertreten aktuell durch den Chef Biden im Weißen Haus, Boden verliert, eventuell die Wahl verlieren könnte, also dass alle Register des Wahlbetrugs, der Wahlfälschung, das ist ja der harte Wahlbetrug, der softe Wahlbetrug ist ja die Bürger belügen durch Massenmedien und ihnen falsche Überzeugungen einflüstern. Aber dass quasi das nicht mehr zu halten ist, dass Trump zurückkommt und dann eine America First Policy fährt, die nicht mehr taugt, um eben die globale Kontrolle zu übernehmen seitens dieser globalistischen Kräfte. Der sich dann vielleicht an einen Tisch setzt mit den anderen BRICS-Partnern und sagt, ich bin auch BRICS mit euch, lasst uns gemeinsam den Globus gestalten. Da würde letztendlich ein gesamtes Modell würde baden gehen, was über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg vorbereitet und aufgebaut wurde. Und deswegen fürchte ich, dass also der drohende Verlust für diese Bewegung der woken Globalisten so groß eingeschätzt wird, diese Verlustgefahr, dass sie vielleicht eben versuchen könnten, durch einen großen Krieg quasi nochmal alles ins Chaos zu stürzen und in ihrem Sinne dann eben neu zu gestalten, ihre neue Weltordnung doch nochmals durchzubringen. Und deswegen sehe ich das Gesamtszenario sehr, sehr kritisch und habe da große Sorgen und sehe es als Motivation für jeden Einzelnen von uns, das Maul aufzumachen und wirklich rauszugehen, sich zu engagieren, in welcher Form auch immer, dass das Ganze entlarvt wird, dass das Ganze gestoppt wird, weil es gibt so viel zu verlieren. Jetzt gerade sitzen wir hier noch in Frieden, Freiheit und Wohlstand und wenn wir später zurückschauen und denken, oh Mann, hätten wir doch alle Register gezogen, dann werden wir uns wirklich sehr, sehr grämen, wenn wir es nicht getan haben. Und deswegen, ja, lasst uns alles mobilisieren. Es steht wirklich alles auf dem Spiel. Die Anzeichen liegen leider auf der Hand. Eine direkte Nachfrage habe ich noch, weil du hast ja gesagt, so, ja, da sind da jetzt die Wahlen. Biden wird eventuell abgewählt, wenn er nicht die Wahl noch irgendwie manipulieren könnte. Trump sollte auf gar keinen Fall eine Promotour durch Dallas im Cabrio machen. Genau, nicht durch Dallas im Cabrio, das ist eine blöde Idee. Aber Rainer, jetzt überleg mal, wenn die einen Krieg ausrufen, wir haben ja jetzt im September, haben wir auch Landtagswahlen in mehreren Bundesländern, aber wenn eine Notsituation ausgerufen wird, dann werden ja die Wahlen auch gesetzt. Wäre auch eine Karte, die gespielt werden könnte, oder? Definitiv, da brauchen wir nur Marie-Agnes Strack-Zimmermann zuhören. Die hatte genau das gepostet, diesen Teil des Grundgesetzes und hat da letztendlich auch Zelensky in Schutz genommen, der ja gesagt hat, Wahlen im Kriegszustand, vergesst das einfach mal. Ich meine, die sind eh alle
Oppositionsparteien verboten worden, auch die Linken, alle. Also das ist tatsächlich ein Szenario, was uns dann auch ins Haus steht. Das ist grundgesetzkonform, dass während eines Kriegsfalls keine Wahlen stattfinden und erst 6 Monate nach Beendigung des Kriegszustandes diese wieder zugelassen werden müssen. Frankie, bitte. Ich möchte dir auf jeden Fall danken für diese ganzen wertvollen Infos, die du auch jetzt hier wieder in diesem Interview uns gegeben hast. Ich danke dir für deine Fähigkeit, wie gesagt, in Mustern auch Muster zu erkennen, auch in vergangenen Events, die so passiert sind und dann das quasi auch abzumünzen auf dem, was heute passiert. Du bist ein Geopolitik-Experte für mich. Ich möchte mich hier nochmal persönlich bei dir bedanken, dass du uns hier beehrt hast. Ich wollte auch nochmal erwähnen, dass der These ich zustimme, dass natürlich der Besonnenheit auch eines Putin zu danken ist und auch viele andere, die jetzt quasi einfach versuchen, irgendwie das durchzustehen, meines Erachtens, oder einfach wissen, was hier gerade insgesamt auf dem Spiel steht und dass ihr Handeln auch Konsequenzen hat und unbesonnenes Handeln extrem beschissene Konsequenzen haben kann. Also will damit sagen, wir können irgendwo auch dankbar sein, dass die US, dass es nicht solche Charaktere bei den Russen gibt. Gibt es wahrscheinlich auch, aber sie sind noch nicht so durchsetzungsfähig, wie die US-Falken sich seit Jahrzehnten schon gebaren, indem sie quasi solche Konflikte fast schon offen ankündigen. Also das will ich nochmal unterstreichen. Ich unterstreiche diese These. Wie gesagt, hier gilt meine Danksagung. Ich möchte mich hiermit bei dir bedanken und dass du uns und unsere Zuschauer und jeden Einzelnen hier so mit Wissen wieder bereichert hast. Ich habe sehr viel gelernt, auch in dieser Folge wieder, und schätze, wie gesagt, dass du das alles immer so genial zusammenfassen kannst. Jegliche Fragen, die ich mir manchmal hier notiert hatte, auch zum Jugoslawienkrieg, die ganzen Stichpunkte, Hufeisenplan, du hast alles 1A exakt detailliert aufgezählt. Wie gesagt, danke dafür und dass ich eine Menge lernen durfte. Schön, dass es geht, Rainer. Ja, hat mich auch sehr gefreut, mit euch zusammen zu diskutieren, und ich hoffe auf Fortsetzung. Die Themen werden ja nicht ausgehen. So sieht's aus. Ja, liebe Freunde, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute Abend bei uns zu Gast wart. Wir hätten locker noch 2 Stunden dranhängen können, aber wir hatten uns ein Zeitlimit gesetzt und selbst das haben wir schon wieder überzogen. Wir haben es zeitlich haben wir es einfach nicht drauf. Ja, also zeitlich müssen wir noch an uns arbeiten. Das ist interessant. Aber es war super interessant und der Inhalt, der ist ja wichtig. Lieber Rainer, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch herzlichen Dank, dass du überzogen hast. Und liebe Freunde, wir sehen uns nächste Woche wieder. Selbe Uhrzeit, selber Kanal. Und denkt immer daran, montags spazieren gehen ist gut für die Verfassung, also die gesundheitliche und die andere auch. Und tut dementsprechend nichts, was wir nicht auch tun würden. Und was das Zeitmanagement betrifft, ja, da arbeiten wir an uns. Aber es gibt noch andere, die am Zeitmanagement arbeiten. Und deswegen sind wir da sehr zuversichtlich. Dementsprechend eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Für den Frieden bist, musst du eine Schutzweste tragen, denn man zielt auf dich und schießt auf dich. Du musst dich mehr erklären und rechtfertigen als Herrscher bei einem Krieg. Sein Tritt, das gibt es nicht.
Ich weiß nicht, was hier geschieht, wenn du die NATO nicht liebst und willst, dass Rammstein nur schließt, kommen Angriffe wie du Antisemit, unfassbarer Freak, du Spinner, weh, du sagst nochmal Peace. Doch wenn du ein Land überfielst und dann überziehst mit Bombenhageln, mit Kratern wie von einem Masteorit aus einer Arbeitsplatz erschaffenden Waffenfabrik, bist du begatscht als Star-Gast im Massen-TV. Sie schüren Angst und Hass, sie müssen Feindbilder schmieden, doch wir sehen die Menschheit als eine Familie, statt Scheine verdienen durch Neid produzieren, lieber Pleite im Frieden als reich durch die Kriege. Wir rufen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg, sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung, bis die Waffenindustrie die Profit aus dem Krieg zieht, schließt, wir sind die Friedensbewegung. Und wenn man auf uns schießt, sagt es weniger aus über uns als über sie, wir sind die Friedensbewegung. Ihr wollt einen Satz zum Zitieren? Der erste Weltfrieden ist das Ziel einer Friedensbewegung. Man will nur spalten und teilen, verdrehen jeden Satz in einem Kreis, erschaffen einen Keil. Denn eine große Friedensbewegung, die darf ja nicht sein, sonst brechen Aktien ein wegen Gewaltlosigkeit. Denn Krieg hat eine große Interessensgemeinschaft, die die Geschäfte erweitern in ihrem weltweiten Fight Club. Und sagst du friedlich nur ein unbedachtes Wort, wirst du härter verurteilt als für hundertfachen Mord am öffentlichen Pranger. Mediale Kugeln, weil sie es immer mit den gleichen Schemata versuchen. Darum gibt's wenig Künstler, die dafür stehen, was zu tun. Weil starke Messages nicht für CD-Verkäufe gut sind, ist mir egal, ich gehe freiwillig vor, denn ich hab Rückgrat, vielleicht kommt es euch leichtsinnig vor, doch ich bleib Kill is War, radikal für Frieden, gepanzert mit der Liebe und ich lass mich nicht verbiegen. Wir rufen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg, sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung, bis die Waffenindustrie die Profit aus dem Krieg zieht, schließt, wir sind die Friedensbewegung. Und wenn man auf uns schießt, sagt es weniger aus über uns als über sie, wir sind die Friedensbewegung. Ihr wollt einen Satz zum Zitieren, der erste Weltfrieden ist das Ziel einer Friedensbewegung. Wir formen Peace-Sende für ein Kriegsende. Von mir aus könnt ihr mich naiv nennen, doch wenn man mit Lügen den Krieg anzettelt, dann kann man auch durch die Wahrheit einen Krieg beenden. Und wenn sie sagen, das funktioniert doch nicht, mach ich's trotzdem, weil es keine Alternative gibt. Und von mir aus könnt sie sagen, ich spinn, doch stell dir vor, es ist Frieden und alle gehen hin, komm mit. Wir rufen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg, sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung. Bis die Waffenindustrie die Profit aus dem Krieg zieht, schließt, wir sind die Friedensbewegung. Und wenn man auf uns schießt, sagt es weniger aus über uns als über sie, wir sind die Friedensbewegung. Ihr wollt einen Satz zum Zitieren? Der erste Weltfrieden ist das Ziel einer Friedensbewegung.